Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundesminister lässt noch ein wenig auf sich warten, deswegen begrüße ich ihn später. Aber mein Chef, Volker Kauder, ist da, den ich herzlich begrüße. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Mehr als 1 Million Menschen sind im vergangenen Jahr als Flüchtlinge zu uns nach Deutschland gekommen. Und seither ist jede Menge passiert und trotzdem ist die Situation für uns immer noch völlig neu. Ich erinnere mich sehr wohl, dass wir letztes Jahr in der Sommerpause 2-mal zu Sondersitzungen eingerufen werden. Das macht der Bundestagspräsident nicht so gerne, weil es viel Geld kostet. Aber wir haben damals noch überhaupt nicht über Flüchtlinge gesprochen, sondern 2-mal über Griechenland. So hat sich die Situation so schnell verändert und dann am 4. und 5. September war auf einmal das Flüchtlingsproblem in aller Munde. Wir haben einiges an Gesetzgebung seitdem gemacht. Wir haben die Asylpakete 1 und 2 gemacht. Ich denke an wirksame Vereinbarungen zur Begrenzung des Zuzugs, Stichwort sichere Herkunftsländer. Da sind wir immer noch dran. Leider wird es dann das ein oder andere Mal im Bundesrat blockiert. Und ich denke an das Integrationsgesetz, das aktuell im parlamentarischen Verfahren ist, sicherlich etwas, worüber wir heute auch sprechen werden. All dies hat uns geholfen, um kurzfristig die größten Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Und Gott sei Dank ist die anfangs ja sehr aufgeregte Debatte auch deutlich sachlicher geworden, als das am Anfang der Fall war. Und hier kommt dann die Wirtschaft ins Spiel. Und deswegen haben wir auch heute überlegt, ob wir einen solchen Kongress machen sollen. Denn ohne die Wirtschaft werden wir das Problem nicht gelöst bekommen. Das ist uns ganz klar und sehr bewusst. Und es geht nur dann, wenn die Wirtschaft weiter so gut läuft. Machen wir uns nichts vor, wenn wir Schwierigkeiten in der Wirtschaft bekommen, wird die Integration genauso schwieriger werden. Wir haben uns Spielräume geschaffen, Spielräume, die so große Steuereinnahmen ermöglichen, dass uns das bis jetzt gelungen ist, das ganze Thema durchzuziehen, ohne dass wir Neuverschuldung machen müssen. Das ist eine gewaltige Leistung von allen Beteiligten. Und wir haben Gott sei Dank einen sehr aufnahmefähigen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Wir haben in einigen Bereichen erfolgreiche Teilhabe am deutschen Wirtschaftsleben geschaffen. Und es gelingt uns auch nur dann die Eingliederung in die Gesellschaft, wenn wir das schaffen. Denn sonst wird das schwierig. Und natürlich hat die Flüchtlingsfrage für uns auch eine demografische Chance. Sie alle wissen, wie die demografische Entwicklung in Deutschland aussieht. Es freut mich, dass Volker Kauder dabei ist und er wird uns nachher die Situation aus Sicht der Fraktion aufzeigen. Das ist ja gar nicht so einfach, ihn dazu zu kriegen, aber wir haben es geschafft. Er ist für die Wirtschaft nebenbei immer zu haben, weil er genau weiß, dass es ohne die Wirtschaft nicht geht. Es ist gut, dass wir darüber hinaus Spitzenleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und von den Sozialpartnern für unsere heutige Diskussion gewinnen können. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und natürlich muss man, darf ich Frau Plättner erwähnen, wenn Sie vernünftige Moderation haben würden, dann gibt es eigentlich in Berlin nur Frau Plättner. Lassen Sie mich, 3 Thesen möchte ich an den Anfang der heutigen Veranstaltung stellen. Erste These, wir brauchen eine offene und ehrliche Bestandsaufnahme, keine Schwarz-Weiß-Malerei und auch keine Himmelblau-Malerei. Am Anfang des Flüchtlingszustroms haben manche so getan, als wäre damit unser Fachkräftemangelproblem von einem auf den anderen Tag erledigt. Dann gab es eine ganze Reihe Leute, die haben gesagt, um Gottes Willen überhaupt keine Qualifikationen. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Natürlich sind viele Flüchtlinge ausgebildet oder haben eine Vorbildung, aber viele haben sie eben auch nicht. Natürlich ist es so, dass der ein oder andere Flüchtling eine Sprache kann, mit der man relativ einfach kommunizieren kann, aber bei vielen ist das nicht der Fall. Ich war selber mehrfach in verschiedenen Flüchtlingslagern und es war schon nicht so ganz so einfach, die Kommunikation hinzubekommen. Mangelnde Sprachfähigkeiten sind aber ein ganz großes Problem, was wir bewältigen müssen und es ist natürlich auch nicht so wirklich einfach, Farsi-Lehrer zu finden, die in der Lage sind, überhaupt Ausbildung in Deutschland zu machen. These 2. Wir müssen klar zwischen der wirtschaftlichen Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und einer gesteuerten Zuwanderung aus Gründen von Fachkräftesicherung unterscheiden.
Daher widerspreche ich ausdrücklich dem Wirtschaftsminister Gabriel, das darf man trotz einer Koalition mal tun, der das Integrationsgesetz kürzlich als Zuwanderungsgesetz 1.0 bezeichnet hat. Jede Vermischung schafft unliebsame Pull-Faktoren, die wir nicht wollen, und sie verunsichert ohne Not weite Teile der Gesellschaft. Damit geht letztendlich auch die Akzeptanz für die gezielte Zuwanderung von Fachkräften verloren, und die brauchen wir weiterhin. Die dritte These: gute Wirtschaftspolitik statt immer mehr Staatsgeld. Entscheidend sind die richtigen Rahmenbedingungen, damit die Wachstumskräfte zum Zug kommen. Sollen die Neuankömmlinge nicht dauerhaft in Sozialsystemen landen, brauchen sie wirtschaftliche Spielräume. Und hierzu habe ich in den vergangenen Monaten gerade aus den zuständigen Ministerien Arbeit und Soziales und Wirtschaft viel zu wenig Kreatives gehört. Stattdessen gibt es den üblichen Ruf nach mehr Staatsgeld und immer wieder zusätzliche Regulierung, ganz so, als würde es einen wirtschaftlichen Integrationsbedarf von Hunderttausenden von Menschen in unserem Land nicht geben. Ich nenne ein Stichwort: Zeitarbeit für Geduldete. Es ist richtig, dass wir in dem Integrationspaket die Spielräume für Zeitarbeit erweitern. Das ist ein wichtiges Vehikel in den ersten Arbeitsmarkt, in den richtigen Arbeitsmarkt hinein. Nur leider, wenn man dann mal in das Kleingedruckte einsteigt, findet man das eine oder andere, was dann die Regelung kaum praktikabel macht. Denn die Ausnahmen, die Beispiele, soll es nur in Ausnahmebezirken geben, die explizit von der Bundesanstalt für Arbeit ausgesucht werden sollen. Das halte ich für ziemlich kompliziert und in vieler Hinsicht kaum durchsetzbar. Stichwort Mindestlohn. Ich freue mich sehr, dass Herr Professor Feld hier ist, der zu diesem Thema ja einiges Aufsehenerregendes geschrieben hat. Wir werden das gleich in der Diskussion haben. Man muss bei dem Stichwort Mindestlohn natürlich sofort davon ausgehen, dass es zu einer heftigen Diskussion kommt. Und das will ich auch vermeiden. Es geht nämlich nicht darum, Flüchtlinge zum Vorwand zu nehmen, an dem Mindestlohn etwas zu verändern. Das will ich nicht. Aber wir müssen darauf achten, dass wir eine vernünftige Perspektive für die Flüchtlinge schaffen. Und da durchaus darf man darüber nachdenken, was die Regelungen bei Mindestlohn für die Flüchtlinge bedeuten und warum man nicht beispielsweise einen Flüchtling, der unter Umständen mit wenig Sprachkenntnissen in den Betrieb kommt, so behandeln kann wie einen Praktikant. Das erschließt sich mir noch nicht. Da sollte man durchaus mal drüber nachdenken können. Stichwort Bau- und Wohnungswirtschaft. Gerade der Bausektor hat eine eminente Bedeutung bekommen. Einmal, weil wir so schnell wie möglich bezahlbaren Wohnraum brauchen, aber gleichzeitig auch, weil die Baubranche sicherlich ein wichtiger Arbeitgeber ist. Und deswegen bin ich froh, dass Sie heute bei uns sind, Herr Löwenstein. Denn Sie werden sicher zu diesem Thema einiges zu sagen haben. Aber wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht nochmal machen, nämlich zu viel Regulierungen einzubauen. Die Regulierungsschraube wird trotzdem immer wieder weitergedreht. Und lieber Volker Kauder, wir sollten weitere Regulierungen bei einer Mietpreisbremse sicherlich entgegenarbeiten. Und ich meine, auch bei Energieeffizienz hätten wir ein Optimum bereits erreicht. Und das muss man jetzt nicht mehr steigern. Denn das hat dazu geführt am Ende des Tages, dass in vielen Bereichen Bauen zu teuer wird und die Kosten so hoch sind, dass bezahlbarer Wohnungsbau kaum noch möglich ist. Meine Damen und Herren, wir brauchen insgesamt einen Plan, wie wir die Integration der Flüchtlinge hinbekommen. Und deswegen ist es auch gut, dass jetzt der Integrator Nummer 1, nämlich der Bundesminister Altmaier, zu uns gekommen ist. Lieber Peter, ich darf dich ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du bei uns bist. Er war sicherlich noch gerade irgendwo integrieren. Meine Damen und Herren, ganz kurz zum Schluss. Wenn man jetzt so an die Fußball-Europameisterschaft denkt, dann denkt man natürlich an das wunderschöne Land Frankreich. Aber die Fehler, die dort gemacht worden sind, die dürfen wir in Deutschland nicht wiederholen. Wir dürfen keine Banlieues schaffen, wie sie in und um Paris, aber auch in und um Brüssel der Fall sind, wo es Ghettos de facto gibt, die außerrechtlich geregelt sind, wo keine Polizei mehr reingeht. Das darf alles bei uns nicht passieren. Und die Integration ist den Franzosen in keiner Weise gelungen, der Migranten, die sie in vieler Hinsicht haben.
Daran müssen wir arbeiten. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie heute hier sind. Ich möchte mit Ihnen darüber diskutieren. Wir möchten mit Ihnen darüber diskutieren, wie die Situation schnellstens verbessert werden kann. Und wir sind für jede Anregung dankbar, denn wir wissen, wie notwendig das ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch unsere Aufgabe, unsere humanitäre Aufgabe, uns diesem Problem zu stellen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Lieber Michael Fuchs, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser heutige Nachmittag in unserem Fraktionssitzungssaal ist die Fortsetzung einer Reihe, die unter dem Thema Wirtschaftsgespräche, Innovation, Wachstum, Zukunft sind. Wir haben zu Beginn dieses Jahres und auch schon Ende letzten Jahres damit begonnen, das Thema Innovation, Wachstum, Zukunft, überhaupt die Situation der deutschen Wirtschaft und welche Herausforderungen die Wirtschaft zu bestehen hat und welche Antworten Politik geben muss, zu intensivieren. Denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Fragen des Verteilens dessen, was in die Kasse hineinkommt, doch einigen mehr Spaß macht, als sich der Frage zu widmen, wie wir das Hereinkommen des Geldes in die Kasse auch in Zukunft erreichen können. Und mancher meint und sagt, ja, in einer großen Koalition mit der SPD seien die Fragen eben im Sozialen wichtiger. So kann man das nicht formulieren. Aber es scheint mir schon so zu sein, dass nach den vielen Jahren, ich würde mal sagen, es ist 2008, 2009, wo wir die letzte große, von allen wahrnehmbare Herausforderung hatten mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Seit diesen Jahren 2008 und 2009 ist mehr und mehr in unserem Land der Eindruck entstanden, die Steuereinnahmen fließen, das Ergebnis von einer guten Wirtschaftslage und das wird sich auch in Zukunft so fortsetzen. Und ich wünsche dies und wir werden auch unseren Beitrag in Politik und die Wirtschaft auch leisten. Trotzdem gibt es kein Gesetz, das sagt, dass die jetzige Situation auch in den nächsten 10 Jahren genauso weiterlaufen wird. Und deswegen kommt es darauf an, gerade in guten, starken Zeiten das zu tun, was notwendig ist, damit es auch entsprechend weitergeht und nicht ständig immer nur abzuschmelzen und zu sagen, es wird alles schon gut werden. Es gibt einen Faktor, Parameter, der mich seit einiger Zeit mit Sorge erfüllt, weil er nicht in der Öffentlichkeit groß deutlich wird, aber doch eine schwerwiegende Aussage hat. Ich sehe das in meiner mittelständischen Wirtschaft, in meiner Heimat, wo ich keine Großbetriebe habe, es sei denn, dass man einen Betrieb mit 2000 Mitarbeitern vielleicht auch schon als Großbetrieb bezeichnet. Die bezeichnen sich aber als großen Mittelständler. Ist auch in Ordnung. Dort erlebe ich, bis auf wenige Ausnahmen, dass die Abschreibungen höher sind als die Investitionen. Und dies nicht erst seit einem Jahr, sondern seit einigen Jahren. Und dies zeigt, dass obwohl Kapital vorhanden ist, irgendetwas nicht stimmt. Es findet trotzdem Wachstum statt, aber es findet zu wenig Innovation statt, wenn die Abschreibungen höher sind als die Investitionen. Und es hat natürlich mit einer ganzen Reihe von Dingen zu tun, die einmal in der außenpolitischen Situation, die Unternehmen fragen, wie geht es denn weiter im Konflikt Russland-Ukraine und mit dem, was damit an Sanktionen verbunden ist. Die mittelständischen Unternehmen fragen,
Wie geht es weiter im Orient? Wie geht es mit dem Iran? Wie läuft es? Wo gibt es neue Möglichkeiten? Und die fragen natürlich auch, wie geht es weiter mit den Flüchtlingen? Was kommt da alles noch auf uns zu? Also Fragen, auf die wir auch nicht überall eine endgültige Antwort geben können. Aber gerade deshalb ist es so notwendig, dass wir den Mittelstand nicht auch noch dadurch irritieren und die Wirtschaft, dass wir sie immer wieder mit neuen, vor allem bürokratischen Anforderungen konfrontieren, deren eigentlichen Sinn die Wirtschaft nicht erkennt. Ich kann ja mit den Unternehmern darüber sprechen, dass es eine oder andere notwendig ist, auch wenn sie es selber nicht ganz hundertprozentig gut finden. Aber wenn man ihnen erklären kann, warum es notwendig ist, machen sie ja auch mit. Unsere deutsche Wirtschaft ist ja keinesfalls auf Krawall zur Politik gebürstet, sondern man versucht, miteinander Lösungen zu finden. Aber dann, wenn der Eindruck entsteht, es werden Dinge gemacht, die völlig sinnlos sind. Es hat in der deutschen Wirtschaft so gut wie keinen Widerstand gegen den gesetzlichen Mindestlohn gegeben, aber gegen die Bürokratie, die damit verbunden war. Also meine Mittelständler haben gesagt, Herr Kauder, wenn Sie uns garantieren, dass wir alle Mitarbeiter für 8,50 Euro beschäftigen können, super. Denn unter 12 geht bei uns gar nichts in unserer Heimat. Es war nicht der Inhalt, sondern es war die Bürokratie, die damit verbunden war. Und wenn es jetzt mit einem berechtigten Anliegen darum geht, dass Männer und Frauen gleich verdienen, ich habe noch keinen Unternehmer, auch den Herrn Kramer, nicht oder Spitzenfunktionär, Spitzenmanager erlebt, der zu mir sagt, Herr Kauder, ich finde es toll, dass meine hochbegabte Tochter weniger verdient als mein Sohn, der nicht ganz so hochbegabt ist. Da habe ich noch keinen gefunden, der die Idee toll findet. Sondern natürlich wollen die, dass die auch alle gleich bezahlt werden. Aber ob dies gelingt, dass man bis hinein in den kleinsten Betrieb jedem einen Auskunftsanspruch darüber gibt, wie viel jeder Einzelne verdient, da habe ich meine erheblichen Zweifel. Da habe ich meine erheblichen Zweifel. Und deswegen kann ich nur sagen, ist mein ganzes Bestreben, dort, wo die Dinge aus dem Ruder laufen, auch zu sagen, nein, es reicht. Und so haben wir ja auch dieses Entbürokratisierungsgesetz gemacht, wo ich finde, Herr Präsident Kramer, dass Sie uns noch ein bisschen mehr helfen könnten. Wenn ich Stellungnahmen von der Wirtschaft sehe, geht es immer sehr konkret, also bei dem Punkt und bei dem Punkt und diesem Inhalt. Aber ganz selten habe ich erlebt, dass Sie sagen, und jetzt im Übrigen, das Gesetz bringt so und so viel Bürokratie mehr, deswegen muss an einer anderen Stelle genauso viel eingespart werden. Da wäre ich noch ein bisschen dankbarer, wenn uns da noch mehr Hilfe, obwohl wir im Kanzleramt den Staatsminister Helge Braun haben, der sehr intensiv an dem Thema arbeitet und auch immer wieder darauf hinweist, was geht. Und an dem Punkt bin ich jetzt wieder, wenn es darum geht, die Frage, was kann die deutsche Wirtschaft leisten in der Integration? Peter Altmaier wird dazu einiges sagen. Zunächst einmal möchte ich mit einem großen Irrtum aufräumen. Es sind zwar im vergangenen Jahr, im gesamten Jahr, etwa 1 Million Menschen zu uns gekommen. Aber von dieser Million werden nicht alle in Deutschland bleiben. Sondern es bleibt dabei, was wir immer gesagt haben, diejenigen, die verfolgt sind, die aus Bürgerkriegssituationen kommen, aus den Kämpfen in Syrien und Irak, die können hier einen Platz zum Ausruhen finden. Aber diejenigen, die nur kommen, was aus deren Sicht zwar verständlich ist, um besser leben zu können, die gar nicht verfolgt sind, die können nicht hier bleiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und hier einen Mechanismus zu finden, um dies zu trennen, ist die Bundeskanzlerin ja bemüht. Und das gelingt eben nur an der EU-Außengrenze, nicht an der nationalen Grenze. Deswegen muss da mehr gemacht werden. Und deshalb haben wir gesagt,
Es muss Integration sich an diejenigen wenden, die eine Bleibeperspektive haben. Um die müssen wir uns kümmern. Und die, die keine Bleibeperspektive haben, da können wir nicht dieselben Integrationsmaßnahmen durchführen wie bei denen, die bleiben können. Und deswegen geht es vor allem darum, bei denen, die eine Bleibeperspektive haben. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist in einem Arbeitsmarkt, der vor allem qualifizierte Arbeitskräfte verlangt, dass die deutsche Sprache gelernt wird. Es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, dass der Handwerker sagt, jetzt stelle ich einen ein und der rennt bei mir auf dem Hof rum. Sondern die Handwerker sagen, fast alle, die ich habe, muss ich auch rausschicken können zu meinen Kunden. Und wenn der mit den Kunden nicht reden kann, wird es schwierig. Denn wenn der Handwerker kommt zu mir zum Beispiel und ich habe ihm einen Auftrag gegeben, dann guckt er es an und sagt, ja, vielleicht wäre es besser, wir machen so. Und natürlich versucht er auch noch zugleich, wenn er sagt, wir machen so, noch was anderes mit mir zu vereinbaren, was man auch noch machen könnte. Das ist ja auch seine Aufgabe. Das kann er aber nicht machen, wenn er Leute um sich hat, die das Geschäft gar nicht kennen. Deswegen ist die deutsche Sprache das Wichtigste. Und zweitens dann danach in den Arbeitsprozess hinein durch Ausbildung. Und da finde ich auch, muss so bürokratiearm wie überhaupt nur möglich an die Sache herangegangen werden. Sonst schaffen wir es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da wäre ich dankbar, wenn man über diesen Punkt auch spricht. Bürokratiearm heißt ja nicht, die Leute auszubeuten. Aber es heißt, dass ich den Menschen schnell eine Möglichkeit geben muss und dass sie in den Arbeitsbereich hineinkommen. Ich sage zum Beispiel, warum kann es nicht möglich sein, dass wir mit Projekten beginnen, die sagen, halber Tag Arbeit morgens und halber Tag Lernen nachmittags der deutschen Sprache. Ich habe mit solchen Projekten schon in früheren Jahren großen Erfolg gehabt. Es ist nämlich nicht erst ein Phänomen von heutiger Zeit, dass wir in der Altenpflege Schwierigkeiten haben, Menschen zu gewinnen. Eine 18-jährige junge Frau geht lieber in die Krankenpflege als in die Altenpflege. Das ist nun mal so. Und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir Frauen nach der Familienphase und bilden die als Altenpflegerin aus. Dann haben die Frauen zu mir gesagt, aber wir wollen jetzt nicht nach der Familienphase nochmal 3 Jahre nur in die Schule, sondern wir wollen auch ein bisschen Geld verdienen. Und dann hat man gesagt, dann machen wir beides zusammen, Arbeit und Ausbildung. Und das hat funktioniert. Und das sollten wir hier auch versuchen, dort wo es geht, um die jungen Leute schneller hier in die Arbeit zu bringen. Wir haben eine ganze Reihe im Integrationsgesetz vorgesehen, wird Peter Altmaier sagen. Ich bin dankbar der deutschen Wirtschaft, dass sie uns klipp und klar gesagt hat, dass sie mehr tun will, als sie sich eigentlich mal vorgestellt hat, was sie tun kann. Herr Kramer, dafür herzlichen Dank. Sie haben gesagt, wir tun mehr, als wir eigentlich zunächst gedacht haben. Und wir orientieren uns nicht nur daran, was wir unbedingt brauchen, sondern auch in der Ausbildung, was einen Beitrag leisten kann, um ein Problem zu lösen, das einfach auf uns zugekommen ist. Dafür sage ich einen herzlichen Dank. Ich sage einen herzlichen Dank Michael Fuchs, der ja unser Wirtschaftsexperte ist. Das ist eigentlich viel zu kurz. Ich glaube, dass er im Augenblick mehr Energieexperte ist. Er jammert nämlich im Augenblick mehr über die Energiepreise als über vieles andere, was ja auch berechtigt ist, wenn ich an die erneuerbaren Energien denke. Ganz wichtiger Punkt, dass er diesen Kongress vorbereitet hat, angeregt hat mit einem Thema Flüchtlinge und Wirtschaft. Soweit ich sehen kann, sind wir die einzige Fraktion, die sich so intensiv mit diesem Thema befasst. Herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Und ich glaube, ich kann jetzt gleich an meinen Freund Peter Altmaier. Nicht? Jetzt ist die Frau Blättner dran. Jetzt ist die Frau Blättner dran. Mit Frauen, Sie mir gewohnt, bei uns in der CDU-CSU fügen wir uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kauder. Herzlich willkommen auch von mir zu diesem Kongress Flüchtlinge und Wirtschaftschancen und Herausforderungen.
Es gibt, man muss ja sagen, die Diskussion ist nicht mehr ganz so hitzig. Und das ist vielleicht ja auch ganz gut. Es mag an der Europameisterschaft liegen, aber vielleicht auch an der Tatsache, dass ein paar Sachen doch ganz gut in den Gang gekommen sind. Aber genau wie gestern Abend, da reichen die Chancen eben nicht. Da muss man dann auch mal irgendwann auf den Punkt treffen. Weil sonst wird das eben alles nichts. Und sonst macht es eben keinen Unterschied. Wir sagen ja Flüchtlinge, Geflüchtete, Neuankömmlinge, Asylbewerber, Zuwanderer, Neubürger, Bürger mit Migrationshintergrund. Also wir haben ja eine ganze Menge Kategorien. Letztendlich verbergen sich dahinter ja alles nur Menschen, die ihr Leben gerne selbstständig gestalten wollen. Und es muss eben eine ganze Reihe von Regeln und Rahmenbedingungen geben, damit das funktioniert und damit auch alle zu ihrem Recht kommen. Das haben wir ja gerade auch noch mal gehört, dass eben nicht alle bleiben können, dass man aber auch gucken muss, was man mit denen macht, wenn sie in der Zeit erst mal hier sind. Also wie das gehen kann, wie das gestaltet werden kann, da hat Politik eine Menge beizutragen, aber eben auch die Wirtschaft und ganz wichtig eben, dass wir da heute gemeinsam drüber sprechen. Wir haben hier gleich die Diskussion, aber vorher eben noch zwei Impulsvorträge und wir haben mal gerade das Programm ein bisschen geändert, sind ja flexibel hier in der Union, glaube ich. Und von daher, da wir jetzt schon zwei Stimmen aus der Politik gehört haben, scheint es uns ganz sinnvoll, dass wir jetzt die Stimme aus der Wirtschaft hören. Ich begrüße Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber. Herr Kramer, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, danke. Ich denke, wir bringen da jetzt nichts durcheinander, dass wir unsere Rhythmus hier mal kurz verändert haben. Sehr geehrter Dr. Fuchs, vielen Dank für die Einladung. Ich mache das gerne, ist auch nicht das erste Mal, dass ich zu diesem Themenkomplex was sage, aber ich freue mich, dass ich das in diesem Kreis und in diesem Raum mal tun darf. Die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Auch Ihnen, Herr Kauder, herzlichen Dank für Ihre einleitenden Worte. Mein Thema lautet Flüchtlinge und die deutsche Wirtschaft, Herausforderungen und Chancen. Sie haben eben, Herr Kauder, ein Kaleidoskop der gesamten wirtschaftspolitischen Agenda eigentlich aufgerufen. Die habe ich so komplex gar nicht drin in meinem Vortrag, aber wo es dann passt, will ich gerne darauf eingehen, wobei wir da nicht sehr unterschiedlicher Ansicht sind, bis auf einen Punkt, der ist mir spontan eingefallen, Thema Bürokratieabbau. Wir sollten ein paar mehr Vorschläge machen. Ihr Kollege, Herr Minister Altmaier, weiß, dass eine Liste im Kanzleramt vorliegt. Wir müssten allerdings dafür sorgen, dass die möglicherweise eine größere Verbreitung kriegt. Also wir sind da sehr konkret. Schickt uns doch mir in Kopie. Das machen wir. Manches machen wir eben nicht nur über die Medien, sondern ganz bewusst in der Region, wo man was organisieren kann. Aufs Ergebnis kommt es an und nicht immer nur auf die Schlagzeilen für mich. Und aber wir werden da noch lernen und einen weiteren Adressaten mit aufnehmen. Lieber Herr Dr. Fuchs, Sie haben eingangs gesagt, alles, was wir uns vornehmen in der gesamten Flüchtlingspolitik, hängt von einem Schlüsselfaktor natürlich ab, sonst wird es horrende schwierig, nämlich wenn die Wirtschaft gut läuft. Man könnte man im Moment sagen, ja, sie läuft ja ganz gut. Die Entscheidung bei so langfristigen Projekten wie Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft oder Herausforderungen des demografischen Wandels zu bestehen, ist allerdings die Langfristigkeit von Bedeutung. Und an der Stelle bin ich Herrn Kauder dankbar, dass er eben in seinen Worten doch ein paar Dinge schon aufgerufen hat, die uns als Wirtschaft permanent Sorgen bereiten. Und zwar insbesondere in der Tendenz, wenn es ein Gleichgewicht gäbe zwischen zunehmenden bürokratischen Forderungen, die man durch das Bürokratiegesetz, was Sie dankenswerterweise beschlossen haben, im letzten Jahr einfangen könnte, und anderen die Wirtschaft stärkenden Maßnahmen, dann könnte man ja noch von einer Balance sprechen. Seien Sie mir bitte nicht böse, aber in der Wirtschaft nehmen wir im Moment wahr, dass die Balance ein bisschen aus der Balance geraten ist und wir vornehmlich, wenn wir Gesetzesvorhaben in den letzten zwei Jahren wahrgenommen haben, mit einer Zunahme von bürokratischen Hemmnissen zu kämpfen hatten. Auf das eine oder andere werde ich vielleicht gleich noch kommen. Herr Dr. Fuchs, Sie haben drei Thesen in den Raum gestellt und die will ich auch gerne an den Anfang stellen und aufnehmen. Erstens, wir brauchen eine offene, ehrliche Diskussion, die ist nötig, also nicht himmelhoch jauchzend oder auf dem anderen Ende zu Tode betrübt, wenn wir über Flüchtlinge reden, sondern realistisch die Situation angucken. Und selbstverständlich, ich habe auch immer gesagt, die Flüchtlinge sind nicht ein Segen für Deutschland, weil sie plötzlich die Lösung unseres Fachkräfteproblems sind.
Um Gottes Willen. Flüchtlinge sind nie ein Segen, denn dann müsste man ja sagen, wir freuen uns darüber, dass Flüchtlinge woanders vertrieben werden, damit wir sie endlich kriegen. Um Gottes Willen. Flüchtlinge sind eine Belastung der gesamten Gesellschaft, in diesem Fall besonders Europas, weil sie nämlich vertrieben werden. Es wäre besser, wir hätten gar keine Flüchtlinge. Also viel, viel wichtiger als Integration von Flüchtlingen ist noch, Situationen zu vermeiden, dass Flüchtlinge flüchten müssen. Also, es gibt keinen Grund, sich darüber zu freuen. Was ich sehr wohl immer sage, wenn wir denn ein demografisches Problem haben, und das ist ja inzwischen unstreitig, und wir haben jetzt Flüchtlinge im Haus, dann sollten wir uns so um sie kümmern, dass wir ihnen zuliebe und uns zuliebe gemeinsam das Beste draus machen. Sie nicht hierher holen wollen, weil wir Flüchtlinge brauchen, sondern wenn sie hier sind, sie so einbringen, dass sie, wie Sie vorhin eben so schön gesagt haben, das können, was sie nämlich möchten, ein selbstbestimmtes Leben zur Not in der Fremde zu führen, wenn sie es im eigenen Land nicht mehr können. Und das wiederum entlastet auch unsere Gesellschaft und ist dann der bessere Weg. Ihre zweite These war, Flüchtlinge ersetzen eben keine gezielte Zuwanderung, um unser demografisches Problem zu lösen. Jawohl, dem kann ich nur beipflichten. Wenn wir wissen, dass wir in knapp 15 Jahren, also um 2030 herum, 6 Millionen Menschen weniger im erwerbstätigen Alter haben als heute, dann ist das eine Lücke, die wir entweder schließen können, auf die eine oder andere Weise, oder wir stellen uns darauf ein, unsere Volkswirtschaft mit 80 Millionen Menschen, aber 6 Millionen weniger im erwerbstätigen Alter, mit geringeren Leistungen zu fahren, was Infrastruktur, Sozialleistungen und Ähnliches beinhaltet, oder die jüngere Generation überproportional stärker zu belasten. Das sind die drei Alternativen. Entweder wir organisieren, dass der demografische Wandel kompensiert wird. Es wird uns nicht so schnell gelingen, in den nächsten 15 Jahren die Geburtenquote auf das Maß zu bringen, wo wir sie haben müssen. Dann bleibt nur Zuwanderung. Gezielte Zuwanderung, systematische, geplante. Und wir müssen uns darüber im Klaren werden, was brauchen wir genau. Aber es setzt vor allen Dingen voraus, dass sich unsere Gesellschaft darüber im Klaren wird, dass wir Zuwanderung brauchen. Und übrigens schon seit langer Zeit haben. Und was uns sehr gut getan hat bisher. Ihre dritte These, wir brauchen selbstverständlich, und das ist wieder Ihr Eingangswort gewesen, Herr Dr. Fuchs, wir brauchen die Rahmenbedingungen, die es auch der Wirtschaft eben in einem 10-15-Jahres-Rhythmus weiterhin ermöglicht, die Leistungen zur Verfügung zu stellen, die Steuern zahlen zu können, dass im Grunde genommen das, was wir uns an großer Aufgabe vorgenommen haben, gelöst werden kann. Ich will jetzt mal zu meinem Hauptthema kommen, so wie ich es mir vorgenommen habe. Meine Damen und Herren, mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise einerseits und der Bewältigung der Probleme der sich verschärfenden demografischen Entwicklung andererseits stehen wir, davon bin ich überzeugt, ohne Frage vor der größten gesellschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Herausforderung seit der Wiedervereinigung. Das müssen wir uns klar machen. Meine Haltung ist hierbei völlig klar. Ich habe das eingangs hoffentlich schon so deutlich gemacht, dass das wahrgenommen wurde. Wer vor Krieg, Vertreibung oder politischer Verfolgung aus seiner Heimat flieht, der muss in Europa und in Deutschland Zuflucht finden können. Das kann man, glaube ich, insbesondere auch in einem Saal sagen, der einer christlichen Union als Fraktionsraum dient. Das ist Christentum. Ich teile dabei die Überzeugung der CDU/CSU, dass sie selbstverständlich auch voraussetzt, dass wir Menschen konsequent in ihre Heimatländer zurückführen, die kein Recht auf Asyl bei uns haben und das Asylrecht missbräuchlich nutzen. Das ist unstrittig, denke ich. Offensichtlich ist auch eine dauerhafte Lösung der Flüchtlingskrise kann nur gesamteuropäisch gelöst werden, nicht nur in Deutschland allein. Der Kurs der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung und der EU-Kommission ein gemeinsames Vorgehen und eine faire Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union zu erzielen, ist der einzig richtige, auch wenn es seine Zeit dauert, weil naturgemäß 28 Länder, wenn die sich miteinander verständigen müssen, ein bisschen mehr Zeit brauchen als 16 Bundesländer, was wir wissen auch schon schwierig genug ist. Also, wenn wir das im eigenen Land sehen, dann können wir uns vorstellen, dass es in der EU nicht einfacher wird. Nichtsdestotrotz ist es der einzig richtige Weg, so wie es bei uns auch immer um das Einverständnis letztendlich der Mehrheit von 16 Bundesländern geht. Parallel dazu müssen wir großen Wert darauf legen,
dass in den Nachbarstaaten dieser Krisenregionen, und da ist insbesondere Syrien im Moment im Fokus, dass in diesen Nachbarstaaten die Situation so gestärkt wird, dass die Menschen, die aus ihrem Heimatland zwar geflüchtet sind in die Nachbarstaaten, also Türkei, Libanon, Jordanien, nicht gezwungen sind, weiterzureisen. Ich habe sehr persönliche, intensive Kontakte zu den Flüchtlingen in meiner Heimatstadt, wo meine Frau und ich, so wie viele andere, ehrenamtlich sich kümmern. Und da, wo ich Kontakt zu diesen Menschen habe, ist mir sehr schnell klar geworden, die wenigsten von denen wollen unbedingt hierher. Die meisten wollten in ihrer Region bleiben, in ihrem Kulturkreis, in ihrem Sprachkreis, meinetwegen auch in ihrem religiösen Kreis und vor allen Dingen da, wo ihre zahlreiche Verwandtschaft zu Hause ist. Das verstehen die übrigens anders als bei uns. Bei denen ist Verwandtschaft nicht ein 5- bis 10-Personen-Kreis, sondern es geht in 100. Da möchten sie bleiben. Wann haben sich letztes Jahr die großen Flüchtlingswellen in Bewegung gesetzt? Sie haben sich in Bewegung gesetzt, die großen Zahlen, als das UNHCR nicht mehr in der Lage war, die Flüchtlingslager nicht nur gesundheitlich, bildungstechnisch, also schulisch, sondern insbesondere nahrungstechnisch so zu versorgen, dass die Menschen dort keinen Hunger leiden mussten. Und es ist kein Ruhmesblatt, dass übrigens auch Deutschland erst im Dezember die Rechnung des UNHCR bezahlt hat, die sie vielleicht im ersten halben Jahr schon hätte bezahlen müssen, die unsere Bundesrepublik. Das ist ein Teil des plötzlich anschwellenden, der anschwellenden Situation, die etwa ab Sommer letzten Jahres stattgefunden hat. Ab da wurden nämlich die Essensraten in den Flüchtlingslagern reduziert. Also Stärken der Situation in den Nachbarländern entspannt die Situation überall. Erstens dort und zweitens bei uns. Meine Damen und Herren, zugleich ist unser gemeinsames Interesse, dass die Integration von Flüchtlingen, die längerfristig oder sogar für immer bei uns bleiben, in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft insbesondere bestmöglich gelingt. Das ist in deren Sinne, damit sie ein selbstbestimmtes Leben möglichst bald führen können, und es ist in unserem Sinne, damit sie zur Entspannung in unserem Land beitragen, damit sie letztendlich zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung beitragen können, was sie wollen. Keiner von denen hat in Syrien von Hartz IV gehört und kommt deswegen hierher. Sie kommen hierher, weil sie dort das nicht können, was sie sich hier versprechen, nämlich endlich wieder in Frieden selbstbestimmt ihre Familie versorgen zu können. Meine Damen und Herren, wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass die Wirtschaft bereit ist, sich zu engagieren. Diese Bereitschaft ist nach wie vor groß. Die bisherigen Erfahrungen der Unternehmen zeigen aber auch, dass die praktischen Herausforderungen enorm sind und die Integration in Ausbildung und Beschäftigung eine schwierige und eine langfristige Aufgabe ist. Damit sie gelingen kann, müssen die Rahmenbedingungen umfassend verbessert und Unternehmen, die sich dieser Aufgabe stellen, gezielt auch unterstützt werden. Die BDA hat gemeinsam mit dem ZDH, also mit der Handwerkerorganisation, und der Bundesagentur für Arbeit im Januar einen Arbeitsstab aus Unternehmen, Verbänden und Bildungswerken der Wirtschaft gegründet, zur besseren Vernetzung und um den Erfahrungsaustausch zu erfolgreichen Ansätzen und Hürden bei der Integration von Flüchtlingen voranzubringen, haben wir im März eine gemeinsame Best-Practice-Plattform unter Federführung der Bundesagentur für Arbeit auf den Weg gebracht. Inzwischen haben Unternehmen, Verbände, Arbeitsagenturen, Jobcenter, Bildungswerke hier über 330 Projekte eingetragen, also Best-Practice-Probleme, Lösungen. Um anderen ein Beispiel zu geben, so könnt ihr es lösen. Irgendwo ist das Problem längst gelöst worden, nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Zudem haben wir Ende Mai eine gemeinsame Handreichung vorgelegt, um den Informationsstand zu Potenzialen von Flüchtlingen zu verbessern. Die bringen ja manches mit, sehr unterschiedlich, und dieser Kenntnisstand, der muss verbreitert werden bei uns. Gleichzeitig hat die Bundesregierung in den vergangenen Monaten viele wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Insbesondere mit dem Integrationsgesetz, es wurde ja vorhin schon angesprochen, werden wichtige Weichenstellungen vorgenommen, für die sich die Wirtschaft seit langem eingesetzt hat. Also an dieser Stelle auch vielen Dank. Dies gilt insbesondere für die Sicherung des Aufenthalts während der gesamten Ausbildungsdauer junger Menschen, die Erleichterung des Zugangs zu Ausbildungs- und Sprachförderung sowie die Erleichterung bei der Vorrangprüfung und der Beschäftigung in der Zeitarbeit, die aber noch unzureichend und nicht langfristig genug angelegt ist.
Jetzt wird es darauf ankommen, die vereinbarten Maßnahmen nun zügig umzusetzen. Meine Damen und Herren, die Sprache ist das A und O für die Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Daher bedarf es einer Pflicht zum Besuch eines Integrationskurses nicht nur für asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge, sondern auch für Asylbewerber mit hoher Bleibeperspektive oder Geduldete ohne Arbeitsverbot. Meine Damen und Herren, machen wir uns aber nichts vor. Derzeit mangelt es vor allen Dingen an ausreichenden Kapazitäten und nicht an der Bereitschaft der Menschen, das wahrzunehmen. Also an der Stelle, wir brauchen das. Ich finde es auch politisch nachvollziehbar und richtig, dass wir diese Pflicht aufgenommen haben. Es ändert nur nichts daran, dass wir die Kapazitäten gar nicht zur Verfügung gestellt haben. Also ich habe einen Flüchtling, den versuche ich seit einiger Zeit in so einen Sprachkurs reinzubringen. Haben wir auch gekriegt, aber zwischendurch hing er wieder 2 Monate in den Seilen. Also das ist das Problem, nicht die Bereitschaft. Der zumindest teilweise Wegfall der Vorrangprüfung für Asylbewerber und Geduldete ist eine überfällige Maßnahme für einen erleichterten Einstieg in den Arbeitsmarkt. Unnötig und kontraproduktiv ist aber, dass dies nur für 3 Jahre gelten soll und je nach Bundesland mit Blick auf Arbeitsmarktlage in einzelnen Regionen entschieden werden soll, ob hiervon Gebrauch gemacht wird oder nicht. Also ich, Bremerhaven, die Landesgrenze ist 3 Kilometer entfernt, danach ist Niedersachsen. Also nun wird da sehr genau unterschieden, wohnt der eine zufälligerweise rechts oder links von dieser Bundeslandgrenze. Meine Damen und Herren, sind wir wieder bei Bürokratie, ne? Nee, Föderalismus. Ja. Föderalismus ohne Bürokratie geht nicht, aber vielleicht kann man es das eine oder andere mal leichter gestalten. Das wäre schon ein Wunsch. Also, durch diese bürokratische und unnötige Einschränkung wird ein Flickenteppich geschaffen. Das ist uns im Grunde genommen allen klar. Der Arbeitgeber und Flüchtlinge verunsichert, ohne dass jemand davon profitiert. Bei Beschäftigungen, für die keine Vorrangprüfung erforderlich ist, entfällt das Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit. Das ist so. Wir brauchen aber endlich eine völlige Aufhebung dieses unsinnigen Verbots, unabhängig von der Vorrangprüfung. Meine Damen und Herren, die Vorrangprüfung in Deutschland ist eingeführt worden, um 2000 herum oder kurz danach, glaube ich. Das war eine Zeit, da liefen wir auf 6 Millionen Arbeitslose zu. Und die Unternehmen haben sich von Mitarbeitern mehr getrennt, als dass sie neu eingestellt haben. Ist aus der Zeit heraus verständlich. Heute ist die Situation anders. Aber wir haben noch die alte Vorrangprüfung. Die Vorrangprüfung, meine Damen und Herren, ist nicht mehr zeitgemäß und sie verhindert es, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, möglichst schnell in unsere Gesellschaft integriert zu werden. Und bei allen Sprachkursen, die wir anbieten, hoffentlich noch mehr, richtig Deutsch lernen Sie im Umgang mit Deutschen. Und diesen Umgang mit Deutschen haben Sie natürlich nicht in den Sprachkursen, aber zum Beispiel am Arbeitsplatz. Dann geht das wahnsinnig schnell. Also ein junger Mensch, so wie ich sie bei mir eingestellt habe, auch als Lehrling, ist nach einem halben, dreiviertel Jahr in der Lage, wenn er jung ist, ich brauche länger heute, wenn ich die Sprache lerne, aber die brauchen ein dreiviertel Jahr, dann können die anfangen, dem Berufsschulunterricht zu folgen. Richtig Deutsch lernen sie während der Zeit in der Firma. Und nach 2 Jahren sprechen die verdammt gut. Lesen vielleicht noch nicht ein Fachjournal, aber sonst kommen sie ganz gut zurecht. Also, das ist ganz wichtig. Bei Beschäftigten, also das habe ich gerade gesagt mit der Vorrangprüfung. Die Erfahrung zeigt also, dass gerade die Zeitarbeit auch in vielen schwierigen Fällen, wie zum Beispiel bei Langzeitarbeitslosen, den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt ermöglicht hat. Es gibt kein überzeugendes Argument, warum Zeitarbeitsunternehmen keine Flüchtlinge beschäftigen sollen. Außer der allgemeinen Verunglimpfung dieses sehr speziellen Arbeitsmarktes. Meine Damen und Herren, es gibt keine Institution in Deutschland, die so gut wie die Zeitarbeit Arbeitsplatzsuchende aus der einen Region mit arbeitsplatzanbietenden Unternehmen in einer völlig anderen Region, vielleicht weit entfernten Region, matchen kann. Und dieses Instrument auch den Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen, ist einfach ein Instrument, das es fixer macht, dass die Menschen in Arbeit kommen. Bei aller ansonsten üblichen Kritik an der Zeitarbeit. Dieses Matchen über Regionen hinweg, das schafft die Zeitarbeit. Und deswegen ist es fahrlässig, in einer solchen Zeit das ideologisch verbrämt zu verhindern. Meine Damen und Herren, wir müssen uns ganz besonders um die schnelle Integration der vielen jungen Flüchtlinge kümmern. 50% der zu uns kommenden
sind unter 25 Jahre. 50%. Das heißt, das ist eine Altersklasse, die auch bei uns, in unseren Familien, unseren Kindern, in unserer Gesellschaft irgendwo in Ausbildung befindlich ist. Sei es Kita, Schule, berufliche Ausbildung, also Lehre, Universitätsausbildung, was auch immer. Das ist eine Altersklasse, wo es normal ist, dass sie nicht im Arbeitsmarkt tätig sind, sondern in einer Ausbildung. Also das Argument, die meisten sind ja noch gar nicht reif für den Arbeitsmarkt, ist richtig und falsch zugleich, weil auch unsere 16-Jährigen noch nicht reif sind für den Arbeitsmarkt. Also bilden wir sie aus und machen wir etwas draus, nachdem wir ihnen Deutsch beigebracht haben. Alle jungen Menschen, die ohne Schulabschluss zu uns kommen, müssen in das Schulsystem eingegliedert werden. Für alle Bundesländer muss die Schulpflicht nach 3 Monaten greifen, in meinen Augen. Für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive, die nicht mehr schulpflichtig sind, also weil sie über 18 sind, aber keinen Schulabschluss haben, müssen wir individuell die Möglichkeit zum Schulbesuch über das 18. Lebensjahr hinaus ausdehnen. Ich habe einen jungen syrischen Flüchtling bei mir in Bremerhaven, der war 18 Jahre und einen Monat alt, als er nach Deutschland kam. Dem fehlen noch 2 Jahre zum Abitur, weil er nur bis zur 10. Klasse gekommen ist in Syrien, bevor er da flüchtete. Der hat keine Chance, selbst wenn er Deutsch gelernt hat, in Deutschland seinen Abschluss zu machen, weil es keine Schulpflicht gibt für ihn. Also auch nicht aufgenommen wird ins Schulsystem. Wenn er mit 17 Jahren und 9 Monaten gekommen wäre, wäre er in die Schule gekommen und hätte selbstverständlich bis zum 20. Lebensjahr drin bleiben können. Diese Grenze 18 ist einfach praktisch gesehen ein Hindernis. Nun gibt es da Lösungen, nicht? Weil man einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, und dann kriegt man das wahrscheinlich irgendwie hin. Ist aber nicht die Lösung. Also wir müssen darüber uns klar werden, es gibt 18-Jährige, die aufgrund ihrer Fluchtsituation ihren Schulabschluss nicht beenden konnten und diese Altersgrenze überschritten haben, aber eigentlich bei uns noch ins System gehören. Wichtig ist für die Integration junger Flüchtlinge mit Bleibeperspektive zudem die Öffnung aller relevanten Förderinstrumente der Berufsausbildung ab Abschluss des Ausbildungsvertrages. Die mit dem Integrationsgesetz vorgesehenen Erleichterungen sind hier noch unzureichend. Eine Meldepflicht übrigens im Fall des Ausbildungsabbruchs ist ja natürlich grundsätzlich richtig, weil mit der Ausbildung dieses Bleiberecht verbunden ist. Aber es ist abzulehnen, diese dem Ausbildungsbetrieb unter Androhung massiver Bußgelder, ich glaube, es geht bis um 30.000 Euro dabei, aufzubürden. Die Androhung von Bußgeldern würde nämlich insbesondere kleine Betriebe von der Ausbildung von Asylanten und Geduldeten abschrecken. Also ein Handwerksbetrieb mit 7 Mitarbeitern, wo jetzt aus welchem Grund auch immer der junge Auszubildende seine Ausbildung abbricht, der denkt bestenfalls am nächsten Tag, wie kriege ich schnell einen neuen Auszubildenden her. Aber der denkt doch nicht an die bürokratischen Folgen dieses Manövers und wundert sich später, er kriegt einen Bußgeldbescheid. Also wir haben ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben schon einen Juristen im Haus, der sich um sowas kümmert. Aber der wird auch nicht jede Regel kennen. Meine Damen und Herren, manchmal schaffen wir Regeln, die einfach im normalen betrieblichen Alltag nicht mehr wahrgenommen werden. Und dann wundern wir uns, dass Handwerker oder andere sich darüber aufregen, dass sie mit solchen Belastungen konfrontiert werden. Also es gibt noch Ideen, die wir noch hätten, was man besser machen könnte. Zielführend und einfacher ist es, die Meldepflicht zum Beispiel den Sozialversicherungsträgern zu übertragen, denn die kriegen sofort mit, wenn einer nicht mehr in der Ausbildung ist. Das heißt, da ist das ein zu automatisierender Vorgang. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss noch ein ganz anderes Thema ganz kurz ansprechen, das mir etwas am Herzen liegt, von dem ich aber erst seit jüngerer Zeit informiert worden bin. Es gibt eine ganze Anzahl von Ehrenamtlichen, Familienmitgliedern, Kirchengemeinden, die sogenannte Verpflichtungserklärungen abgeben oder abgegeben haben, um Flüchtlinge, sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland herholen zu können, und die verpflichten sich für die erste Zeit, den Flug zu bezahlen, die Reisekosten zu bezahlen, die Unterhaltskosten zu bezahlen, eine Wohnung zu organisieren. Das wird meistens familiär, kirchlich irgendwie organisiert. Wir haben jetzt eine Veränderung zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern bekommen, weil Bundesländer manches Mal dieses etwas falsch ausnutzen dazu gebracht hat, die Kontingentflüchtlinge zu motivieren, einen Asylantrag zu stellen. Und plötzlich waren sie nicht mehr auf der Payroll der Länder, sondern auf der Payroll bei Herrn Altmaier bzw. seinen Kollegen.
Darum ist eine Regelung geschaffen worden, wer eine solche Verpflichtung übernommen hat, dass so einer kommt, also zum Beispiel auch Bundesländer, muss 5 Jahre lang dafür gerade stehen, selbst wenn er als Flüchtling hinterher akzeptiert worden ist und formal beim Bund gelandet ist. Das unterminiert natürlich die Bereitschaft von Ehrenamtlichen, von Familienmitgliedern, von kirchlichen Organisationen, privat solche Verpflichtungserklärungen zu unterschreiben. Das ist sehr schwierig. Insbesondere müssen wir sicherstellen, dass diejenigen, die bisher davon ausgingen, sozusagen die Altfälle, in dem Moment, wo sie als Flüchtlinge anerkannt werden, erlischt ihre Verpflichtungserklärung. Das war der Glaube, weswegen sie das gemacht haben. Sie wollten ja jemandem helfen. Diese Altfälle müssen Sie aus diesen Regelungen rausnehmen, sonst unterminieren Sie die Bereitschaft, diese ehrenamtliche, großzügige Bereitschaft, die viele Menschen in Deutschland auf sich genommen haben. Ist ein Sonderfall, ich weiß das, hat auch nicht die ganz große Dimension, aber sie ist in der Lage, dieser Sonderfall ist in der Lage, wenn er breite Öffentlichkeit erreicht, ich sage mal, die Bereitschaft der Willkommenskultur, die wir in Deutschland ja doch sehr anständig auf die Beine gestellt haben, zu unterminieren. Meine Damen und Herren, Politik und Wirtschaft haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Herausforderung der Integration hunderttausender Flüchtlinge bestmöglich zu bewältigen. Das wollen wir nicht ändern. Wir wollen daran weiter mitwirken, auch wenn wir wissen, dass es schwierig ist. Und Herr Kauder hat völlig recht, wenn er sagt, wir haben auch manches Mal in den Betrieben aus gesellschaftlicher Verantwortung in unserer Region, im Landkreis, im Dorf, wo wir jeweils zu Hause sind, welche übernommen, die wir eigentlich im Moment aktuell vielleicht gar nicht brauchen im Unternehmen, die wir aber deswegen nehmen, damit in unserer Region, wo wir als Unternehmer zu Hause sind, ja, ein gedeihliches Miteinander möglich ist. Daran wird sich nichts ändern. Jede Abschottung, meine Damen und Herren, verhindert aber die Bereitschaft für Lösungen unseres gesamten demografischen Problems. Also immer, wenn wir darüber reden, und es gibt ja eine Partei, die da besonders stark nach vorne marschiert, sich abschotten zu wollen von Menschen in Not, von Menschen, die hierher kommen wollen, das unterminiert auch jede mögliche Bereitschaft, die wir noch benötigen, zurück zum Anfang meiner Rede, das demografische Problem zu lösen. Denn spätestens da brauchen wir gezielte Zuwanderung. Und Sie kriegen es am Ende nicht mehr hin, wenn Sie die Zugbrücken für die einen hochgezogen haben, sie für die anderen wieder runter. Das kriegen Sie einer Bevölkerung irgendwann nicht mehr vermittelt. Also wir müssen schon eine Grundakzeptanz dafür haben und entwickeln und fördern, dass wir in unserem Land Zuwanderung brauchen, am besten gezielte, aber wenn Menschen hier sind, dann kümmern wir uns so drum, wie wir das eigentlich aus guter Nachbarschaft gewohnt sind. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie mir zugehört haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Kramer, auch für die vielen praktischen Beispiele und Hinweise, die sicherlich jetzt gerne aufgenommen werden. Seit dem 7. Oktober ist Peter Altmaier Koordinator für die Flüchtlingspolitik. Das heißt, er muss... Entschuldigung. Ist okay. Das heißt, Peter Altmaier muss die Minister der Regierung, 3 Koalitionsparteien, Bundestag und Bundesrat und dann nach irgendwie so 16 Bundesländer zu einer Linie bringen. Dass das nicht immer einfach war, das haben wir bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz erlebt, die ein bisschen länger gedauert hat als ursprünglich vorgesehen. Aber heute, Herr Altmaier, müssen Sie ja nicht die Länder überzeugen, sondern wirklich die Wirtschaft und die Sozialpartner und können uns vielleicht verraten, wie viel von den Ideen von Herrn Kramer Sie gerne aufnehmen. Bitte schön, Herr Altmaier, Sie haben das Wort. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Frau Plättner, lieber Michel Fuchs, lieber Ingo Kramer, lieber Herr Doburna, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Ich möchte Ihnen zunächst einmal die herzlichen Glückwünsche der Bundeskanzlerin übermitteln. Sie ist mit den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen derzeit zugange. Auch das ist ein wichtiges Thema, weil ich weiß, dass es für die deutsche Wirtschaft und für die deutsche Industrie auch wichtig ist, dass wir gerade die östlichen Märkte im Blick behalten und dafür sorgen, dass es stabile Rahmenbedingungen gibt. Ich hatte angeregt, dass wir die Reihenfolge tauschen, weil es mir darauf ankam, möglichst viel von dem aufzunehmen, was nicht nur Volker Kauder, sondern auch Ingo Kramer gesagt hat und Ihnen die Position der Bundesregierung dazu zu erläutern. Der erste Punkt, noch vor der generellen Flüchtlingsproblematik, ich unterstreiche das, was Volker Kauder gesagt hat. Die Erfahrung der letzten 12 Jahre zeigt, wir können in Deutschland Globalisierung.
Wir sind der Globalisierung nicht hilflos ausgeliefert. Wir verlieren nicht jedes Jahr neue Arbeitsplätze, sondern wir sind imstande, in diesem Prozess, der an Tempo, an Fahrt, an Tiefe gewonnen hat, in Deutschland nicht nur einen großen Kern an industriellen Arbeitsplätzen zu erhalten, mehr als in jedem anderen europäischen Land, sondern auch eine florierende, eine funktionierende mittelständische Industrie, ein erfolgreiches Handwerk und aufstrebende Dienstleistungsunternehmen. Das ist aber etwas, was man nicht einmal erreicht für alle Zukunft, sondern es ist etwas, was jede Woche, jeden Tag neu erkämpft und neu verteidigt werden muss. Ob es sich um die Frage handelt, wie volks- und betriebswirtschaftlich verträglich die Energiewende ausgestaltet wird, ob es sich um die Frage der Steuerpolitik handelt, wo wir als CDU/CSU uns sehr dafür eingesetzt haben, im letzten Bundestagswahlkampf 4 Jahre keine Steuererhöhungen als Versprechen. Und das hat dazu geführt, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade auch mittelständische und Handwerksbetriebe, im Vertrauen auf dieses Versprechen gesagt haben, wir investieren, denn der Staat wird uns nicht alles wieder wegnehmen, was wir zusätzlich verdienen. Und deshalb haben wir auch allen Grund, an dieser Stelle zu bekräftigen, dass wir stolz sind, das Versprechen eingehalten zu haben und dass wir es auch weiter einhalten wollen. Es ist eine Frage der Bürokratie, ganz gewiss. Es ist auch eine Frage der digitalen Revolution, dessen, was auf uns zukommt, durch neue Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung in allen Bereichen der Wirtschaft und auch der Verwaltung. Und es ist selbstverständlich auch eine Frage, lieber Ingo Kramer, das haben Sie zu Recht angesprochen, des Fachkräfteangebotes. Wir haben in Deutschland ein hervorragendes Fachkräfteangebot, wenn Sie mit dem CEO von Apple oder von Microsoft, wenn Sie mit Google oder mit Facebook sprechen, dann sagen die Ihnen als allererstes, Deutschland ist ein Land mit einer hervorragenden Ausbildung und das macht es attraktiv, in diesem Land zu investieren und dort junge Menschen unter Vertrag zu nehmen. Aber sie sagen auch, ihr müsst dafür sorgen, dass dieses Angebot in der Zukunft erhalten bleibt und ausgebaut wird. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir reden in der Bundesregierung mit der Wirtschaft, mit den Sozialpartnern, mit im Innovationsrat der Bundesregierung auch über die Frage, wie sich die Anforderungen an die Qualität unserer jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändern werden. Wir werden in bestimmten Bereichen 4-5-mal so viele Softwareingenieure und Menschen brauchen, die Programmiersprachen beherrschen. Wir werden in den sogenannten MINT-Fächern mehr Bewerber benötigen. Und selbstverständlich, wir werden auch Bewerberinnen und Bewerber benötigen, die aufgrund des demografischen Wandels nicht so einfach an den Bäumen hängen und uns in den Schoß fallen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir als Bundesrepublik Deutschland in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, soweit wir sehen und denken können, und in 30 Jahren ist wahrscheinlich von uns allen niemand mehr, der heute Minister ist, noch im Kabinett. Höchstens vielleicht der Wolfgang Schäuble, der könnte das noch schaffen. Aber alle anderen werden bis dahin gemeinsam mit Michel Fuchs und Herrn Kramer Latte Macchiato trinken am Gendarmenmarkt und mit unseren Rollatoren darüber diskutieren, was die Nachfolger gut oder schlecht auf den Weg gebracht haben. Nein, wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir denn auf diese absehbare Zukunft erreichen, dass wir alle Arbeitsplätze, die wir heute in Deutschland haben und die wir verteidigen können, verteidigen? Und wollen wir so viele neue Arbeitsplätze in Deutschland ansiedeln, wie wir können? Das ist eine Frage unseres wirtschaftlichen Erfolges. Und die Frage, wie viele Arbeitsplätze wir haben, wie viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse haben, entscheidet darüber, ob wir uns eine funktionierende oder eine armselige öffentliche Infrastruktur leisten können, entscheidet darüber, ob wir uns eine gesunde Umwelt, ob wir uns ein hohes Maß an sozialer Sicherheit und ein hohes Maß an persönlichem Wohlstand leisten können. Und wenn die Antwort so ausfällt, dass wir sagen, wir wollen so viele Arbeitsplätze wie möglich, dann müssen wir darüber nachdenken, woher sie denn kommen. Und da kann ich Ihnen nur sagen, tun wir gut daran, alle Bereiche zu betrachten. Ich glaube, dass die ganzen Diskussionen über die Verlängerung der Lebensarbeitszeit,
irgendwo jenseits der 67 anfangen, problematisch zu werden. Ich habe mich immer für die Rente mit 67 ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob man die Menschen zwangsbeglücken muss, bis sie 95 werden, aber ich weiß eines. Es gibt immer mehr Menschen, die älter als 67 sind und die sagen, ich möchte nicht mehr rund um die Uhr arbeiten, aber ich möchte einen Teil meiner Erfahrung und meiner Arbeitskraft weiterhin dieser Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt welche, mein Klempner, der meine Heizung kontrolliert, der sagt, der ist jetzt inzwischen fast 70, der sagt, als ich in den Ruhestand ging mit 65, da traute ich mir nicht mehr zu, 5 Tage die Woche 8 Stunden zu arbeiten. Und dann habe ich anschließend bemerkt, dass das Geld nicht ausreichte, um den Kindern was zu Weihnachten zu schenken, um mit der Frau in Urlaub zu fahren und mit Freunden essen zu gehen. Und außerdem wussten wir, meine Frau und ich, nach ein paar Wochen schon gar nicht mehr, was wir uns abends Neues erzählen wollten, weil wir alles schon 3-mal durchgekaut hatten. Und dann sagte er, dann habe ich mich irgendwann mit meinem früheren Chef daraufhin verständigt zu sagen, ich komme Montag, Dienstag, Mittwoch und arbeite 8 Stunden und habe Mittwochabend Wochenende. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und er sagt, es ging mir im Leben noch nie so gut wie heute. Ich treffe im Beruf interessante Leute, wenn ich bei dem Chef des Kanzleramtes die Heizung kontrolliere. Ich treffe und auch andere, die viel interessanter sind als ich natürlich. Ich habe meiner Frau abends wieder was zu erzählen und ich freue mich mittwochs aufs Wochenende und das Geld reicht wieder für Urlaub und für anderes mehr. Wir sollen über das hinaus, was wir jetzt mit der Flexi-Rente machen, um so manchen Sündenfall, lieber Ingo Kramer, Rente mit 63 und anderes, was wir vielleicht so nicht gemacht hätten, wenn wir ohne Koalitionspartner die Frage hätten entscheiden können. Aber dann sollten wir über das hinaus, was wir mit der Flexi-Rente jetzt schon tun, um dies zu erleichtern, das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir mehr Flexibilität brauchen, mehr Angebote brauchen für diese Leute. Und jemand, der sein Leben lang bei Ford oder bei VW am Fließband stand, der wird vielleicht auch gerne mal in einem anderen Bereich arbeiten und sich dort verwirklichen. Wir müssen zweitens darüber nachdenken, was wir tun können, um diejenigen Menschen mit Migrationshintergrund, die in den 60er und 70er Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen sind und die nicht in gleicher Weise in den Arbeitsmarkt integriert sind, wie das mit der Vergleichsgruppe junger Deutschen der Fall ist, wie wir diese Menschen dazu befähigen können, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Ich bin baff und beeindruckt, wenn ich sehe, wie viele geglückte Beispiele von Integration es gibt. Wie viele Menschen Großartiges aus ihrem Leben gemacht haben, als Facharbeiter mit Meisterbrief, als junger Akademiker, als Rechtsanwälte, als Zahnärzte, als Architekten, als Journalisten, als Künstler. Das sind hoch gelungene Fälle, aber es gibt halt eben auch viele andere, die irgendwo das Pech hatten, in einem Wohnviertel zu wohnen und zu leben, wo sie diese Förderung nicht hatten und die den Anschluss nicht geschafft haben. Die dürfen wir nicht aufgeben und ich glaube, dass wir in dieser Generation noch einiges tun können. Und die dritte Frage ist dann das, was Herr Kramer angesprochen hat, nämlich Fachkräfte auch von außen. Und da bin ich mit ihm völlig einer Meinung, dass eine Flüchtlingspolitik niemals ein arbeitsmarktpolitisches Instrument per se sein kann und sein soll. Dafür gibt es andere Instrumente und es wäre zynisch, so zu tun. Aber wenn die Flüchtlinge einmal da sind, und dann ist es doch unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmarktintegration gelingt. Und zwar aus 2 Gründen. Ich habe darüber mit einem Mittelständler in meinem Wahlkreis gesprochen. Der hat gesagt, lieber Peter, ich würde gerne 2 oder 3 Flüchtlinge beschäftigen, aber glaubst du, dass es gut ist? Dann habe ich gesagt, ich bin überzeugt, es ist erstens gut für dich, denn wenn du es richtig machst, kriegst du qualifizierte junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dir ein Leben lang die Treue halten. Und es ist aber auch gut für das Land, weil es für das Land gut ist, wenn offene Arbeitsplätze besetzt werden und wenn wir so viel Wertschöpfung wie möglich erzeugen. Und es ist gut für das Land, für die Flüchtlinge und für uns alle, weil die Integration einfacher gelingt. Was ist denn Integration? Integration findet statt für einen normalen Menschen wie mich zum Beispiel, in der Familie, in der Schule, bei der Arbeit und im Verein. In der Familie findet für die Flüchtlinge die Integration nicht in gleicher Weise statt wie für diejenigen, die immer schon hier waren, weil ihre Familie in Syrien oder im Irak geblieben ist, beziehungsweise genauso wenig integriert ist wie der Flüchtling selber. In der Schule, haben wir vorhin gehört,
ist es so, dass viele Flüchtlinge gar nicht mehr in die Schule gehen, weil sie bereits einen Schulabschluss haben, beziehungsweise die Schulpflicht beendet ist. Und über dieses Thema müssen wir verantwortungsvoll reden, das sage ich auch zu. Und wo es geht und wo die Flüchtlinge an der Universität, wo sie in den Berufsschulen, wo sie in anderen Bereichen, in den allgemeinbildenden Schulen ihre Fähigkeiten und Qualitäten entwickeln können, da müssen wir selbstverständlich die Weichen so stellen, dass der schulische Erfolg maximiert wird. Und es ist drittens die Arbeit. Die Arbeit und der Verein. Und lassen Sie mich zunächst zum Verein noch etwas sagen. Wir Deutschen sind ja ein Volk von, wie man so sagt, Vereinsmeiern. Wir sind, ich kenne Ortschaften in meinem Wahlkreis, da gibt es mehr Vereinsmitglieder als Einwohner. Weil jeder, der 5 Jahre alt ist, im Turnverein angemeldet wird und im Fußballverein und diejenigen, die erwachsen sind, sind in 4, 5 oder 6 Vereinen Mitglied, mit ganz wenigen Ausnahmen. Weil dieses ehrenamtliche Engagement im Fußballverein, bei der Feuerwehr, im Roten Kreuz, bei der Jungen Union, bei den Jusos, bei der CDU, bei der SPD, bei den Grünen, bei den Briefmarkensammlern, bei den Brieftaubenzüchtern und an vielen anderen Stellen etwas ist, was die Stabilität dieses Landes über Jahrzehnte und Jahrhunderte geprägt hat. Und deshalb sage ich, wo immer ich eingeladen bin, vor Vereins- und ehrenamtlich Tätigen zu reden, lasst uns auch den Flüchtlingen die Möglichkeit eröffnen, sich in solchen Strukturen zu engagieren. Nicht nur beim Fußball, nicht nur beim Schützenverein, sondern überall auf der ganzen Breite der Gesellschaft. Und ich weiß, dass viele Flüchtlinge nur darauf warten, dass ihnen jemand erklärt, wie das bei uns ist und dass sie gerne bereit sind, sich einzubringen. Und dann der ganze Bereich Sprache und Arbeit. Wir haben Gott sei Dank in diesem Land einige 100.000 Menschen, die freiwillig als Flüchtlingshelfer, als Ehrenamtspaten, als Lotsen tätig sind. Ich bin einer älteren Dame, knapp 70, begegnet. Die kam mit 4 jungen syrischen Flüchtlingen zu einem Baumarkt, wo ich zufällig dabei war, weil ich ein paar Schrauben kaufen wollte. Und dann sagte sie zu mir, ja, ich betreue 30 junge Flüchtlinge und jedes Wochenende fahre ich mit ein paar anderen irgendwo hin und ich möchte, dass die mal sehen, wie in Deutschland ein Baumarkt aussieht. Ich fand das großartig, weil Integration besteht nicht nur darin, dass man den Leuten erklärt, wie das Grundgesetz in seinen letzten Verästelungen funktioniert. Das wissen noch nicht mal die, alle, die es jeden Tag qua Amtes anwenden müssen, sondern es besteht darin, dass man die Leute mit dem Leben, mit dem tatsächlichen Leben in Verbindung bringt. Und die Sprache natürlich. Sprache ist nicht alles, aber ohne Sprache ist alles nichts. Also müssen wir erreichen, dass die Menschen die Sprache lernen. Wir haben deshalb dafür gesorgt, dass wir bei den beruflichen Sprachkursen eine stärkere Modularisierung haben. Das heißt, man kann stärker auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes Rücksicht nehmen. Wir machen die Sprachkurse, die das BAMF organisiert, reformieren wir. Wir sorgen dafür, dass die Menschen schneller einen Sprachkurs bekommen. Weil ich kann mir das verstehen, wenn der Flüchtling hierher kommt und der brennt darauf, Deutsch zu lernen, weil er sich in dieses Land integrieren will, und das sind sehr viele, die es wollen, dann muss er es als ganz schrecklich empfinden, wenn ihm dann gesagt wird, nach 6 Monaten, so, jetzt hast du deinen Antrag gestellt, jetzt kriegst du die Berechtigung für einen Sprachkurs, und dann geht er zu dem Träger hin und der Träger sagt, du musst aber noch 3 Monate warten, weil wir die Kurszahlen nicht voll haben, die erforderlich ist, damit der Sprachkurs finanziert wird. Da müssen wir vieles tun. Ich bin aber überzeugt, wir werden das tun, weil wir in Deutschland nun mal so veranlagt sind, dass wir eigentlich gerne für alles ein Regiebuch hätten und eine Verordnung, wo drinsteht, was wir tun wollen. Also die, die immer über Bürokratie klagen, und sie klagen zu Recht in vielen Bereichen, aber die sind immer die, die sagen, wo steht es denn geschrieben? Und wir müssen was machen. So. Und das haben wir auch gesehen, als die ganzen Flüchtlinge in ihrer Not ankamen in Deutschland und wir sie aufgenommen haben, da war eben vieles nicht geregelt. Und viele haben gesagt, werdet ihr das schaffen, denen ein Winterquartier zu verschaffen? Werdet ihr es schaffen, die Anträge aufzunehmen? Werdet ihr es schaffen, es zu entscheiden? Aber wenn wir dann mal anfangen, es zu lernen, dann lernen wir es auch gründlich. Und heute war Herr Weise, der Präsident der Bundesagentur für Arbeit und der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Bundeskabinett. Und es sind eindrucksvolle Berichte und Fortschritte, die in den letzten Monaten erzielt worden sind. Wir werden aller Voraussicht nach bis zum Ende dieses Jahres vor der Welle sein und wir werden alle registriert haben, es werden alle Anträge gestellt sein und es werden sehr, sehr viele Anträge entschieden sein. Das ist für die Wirtschaft von großer Bedeutung. Und dann müssen wir uns genau überlegen, wie wir in dem Bereich der Arbeitsmarktmigration vorangehen. Deutsche Sprachkenntnisse sind
für das Leben in Deutschland unverzichtbar, aber sie sind nicht in jedem Fall unverzichtbar für die Ausübung eines Berufes. Mir hat beispielsweise ein Unternehmer aus dem Saarland, der ein Gebäudereinigungsunternehmen hat mit mehreren hundert Beschäftigten, gesagt, er ist sofort bereit, Flüchtlinge einzustellen im Bereich der Gebäudereinigung, weil nämlich, wenn die Büros und die Flure und die Treppenhäuser reinigen, gar niemand mehr da ist, mit dem sie reden können. Und mit ihren Arbeitskollegen, die zum Teil auch Migrationshintergrund haben, weil es Söhne und Töchter von Russlanddeutschen sind, weil es Menschen aus Rumänien und Bulgarien sind und aus Polen sind, verständigen die sich mit Händen und Füßen und mit Blicken und durch Zurufe, und das klappt ganz hervorragend. Oder aber wir hatten in den 90er Jahren, als ich junger Abgeordneter war, 70.000 Flüchtlinge aus Sri Lanka, junge Tamilen, mit ihren Familien zu integrieren. Die durften lange nicht arbeiten. Dann haben sich Fahrräder gekauft, sind durch die Gegend gefahren, haben sich die Deutschen und ihre Gewohnheiten angeschaut. Das führte zu manchen Reaktionen, weil die Leute sagten, Mensch, die fahren Fahrrad und mein Mann muss zur Arbeit gehen und muss mal lochen. Aber das Interessante war, sobald die anerkannt waren, waren die von der Straße verschwunden. Und die sprachen nicht sofort Deutsch. Für die war das Erlernen von Deutsch so schwer wie für den jungen Mann aus Syrien oder aus dem Irak oder aus Afghanistan. Aber was haben die gemacht? Die haben sich selbstständig gemacht. Die haben kleine Unternehmen gegründet, Wäschereien, Nähereien, Cateringbetriebe, Restaurantbetriebe und was es alles gibt, Kurierdienste. Und dann hat eben die eine Tochter oder der eine Sohn, der in einem halben, dreiviertel Jahr schon Deutsch gelernt hatte, der stand vorne im Ladenlokal am Tresen und hat die Kunden bedient. Und hinten im Hinterzimmer, da war die ganze komplette Familie und hat genäht und gebügelt und gewaschen, wie verrückt, damit der Lebensunterhalt der Familie gesichert war. Und das hat dazu geführt, dass die Integration gelungen ist und dass die Kinder und Enkelkinder von diesen Einwanderern heute Abitur machen, studieren und ganz normale, integrierte, respektierte junge Deutsche sind. Und deshalb möchte ich das unterstützen, was auch bei Ihnen, bei der BDA, was beim DIHK, was beim BDI auch gedacht wird, dass man eben solchen jungen Flüchtlingen auch die Möglichkeit zur Selbstständigkeit eröffnet. Auch jetzt schon von Anfang an. Es gibt den Weg zur Selbstständigkeit über einen Ausbildungsberuf und einen Meisterbrief. Das setzt voraus, dass die Sprachkenntnisse so gut sind, dass man diese Ausbildung bestehen kann. Aber es gibt auch viele andere Bereiche, wo dies nicht in gleicher Weise erforderlich ist. Und auch dort sollte man den Menschen Angebote machen, die ihnen die Integration ermöglichen. Wir sind auch dabei, uns mit der Frage der Anerkennung von Berufsschulabschlüssen, Studienabschlüssen und Diplomen von Flüchtlingen zu beschäftigen. In vielen Bereichen bringen sie ihre Diplome und ihre Zeugnisse mit. Andere Flüchtlinge haben sie verloren. Sie wurden ihnen geklaut oder sie konnten sie gar nicht mitnehmen, weil sie überstürzt ihre Heimat verloren hatten. Und ich kann natürlich nicht jedermann sagen, der behauptet, er ist ein Elektriker, jetzt leg einfach mal los und verleg die Leitung. Das könnte zu unerwarteten Komplikationen führen und es gibt andere Berufe, da ist es auch so. Aber meine Damen und Herren, wir können in vielen Bereichen es den Leuten auch dadurch erleichtern, dass sie ihre Kenntnisse unter Beweis stellen. Und auch das geht in vielen Fällen, ohne dass die Sprachkenntnisse so sind, dass man ähnlich wie Goethe oder Schiller Literatur auf Weltniveau schreiben kann. Wir haben dafür gesorgt, dass wir bei den Ausbildungsverhältnissen es ermöglichen, auch solchen jungen Flüchtlingen einen Ausbildungsplatz anzubieten, deren Bleibeperspektive nicht geklärt ist. Und sie bekommen eine Duldung für die gesamte Zeit der Ausbildung und noch 2 Jahre danach, damit der mittelständische Unternehmer weiß, dass er auch etwas davon hat, wenn er diese jungen Menschen ausbildet. Wir werden das Thema Zeitarbeit mitnehmen. Noch einmal, es ist ein schwieriges Thema, auch ein politisch schwieriges Thema, aber dass man diese Funktion des Matchens hinbekommt, dass man es erreicht, dass der junge Flüchtling, der zum Beispiel als Schmied in Syrien tätig war und der irgendwo im Berlin wohnt, wo überhaupt kein Schmied benötigt wird, aber es gibt eine offene Stelle in Bayern oder in Baden-Württemberg, dass man weiß, wo der ist und dass man dann sagen kann, dieser Mann wird dorthin vermittelt. Wir haben, Frau Nahles, im Bundeshaushalt Geld gegeben für 100.000 sogenannte 1-Euro-Jobs. Die gibt es in der Form nicht mehr, aber wir werden etwas Ähnliches machen. Allerdings habe ich mit Herrn Weise besprochen,
dass wir dieses Geld nicht dafür ausgeben sollen und werden, dass bei einer eher gemeinnützigen Tätigkeit auf dem Bauhof ein Haufen Sand von links nach rechts und dann von rechts nach links geschippt wird, sondern wir wollen das Geld dafür nutzen, dass die jungen Menschen, die noch nicht ausreichend Deutsch können, die noch nicht imstande sind, eine Lehre, also eine Ausbildung zu beginnen, dass diese jungen Menschen dann niedrigschwellig an den Arbeitsmarkt herangeführt werden und dann vielleicht schon erkennen können, dass sie in der Altenpflege, im Bereich von Gärtnereien und Baumschulen, im Bereich von Autoreparaturwerkstätten oder wo auch immer ihre Zukunft sehen und darauf hinarbeiten können. Ich glaube, lieber Herr Kramer, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir anfangen nachzudenken, welche Chancen auch in dieser Flüchtlingssituation, die wir uns alle nicht gewünscht haben und wo wir Menschen aufgenommen haben aus humanitären Gründen, wo wir aber auch gearbeitet haben, wirklich die Bundeskanzlerin und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir alle rund um die Uhr, um zu vermeiden, dass eine solche Flüchtlingssituation in dieser Dramatik in den nächsten Jahren erneut entsteht. So, das alles haben wir uns, wie gesagt, nicht gewünscht. Wir hätten es gerne anders gesehen. Aber jetzt, wo es geschehen ist, wenn wir darüber anfangen nachzudenken, was wir tun können und wie wir gemeinsam mit diesen jungen Menschen erreichen können, dass sich ein Teil ihrer Träume verwirklicht und dass wir damit als Land profitieren und dass damit unsere eigene Volkswirtschaft stärker wird, dann wird es im Interesse von uns allen sein. Und deshalb, lieber Michel Fuchs, herzlichen Glückwunsch und großes Kompliment, dass ihr diesen Kongress veranstaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn viele, viele Impulse von diesem Kongress ausgehen. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Impulse und Antworten auch direkt an die Wirtschaft. Ich würde Ihnen gerne jetzt die Teilnehmer hier vorstellen. Sie sind natürlich auch nachher eingeladen, mit zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen. Wir müssen jetzt nicht alle gehen, also schon ganz schön, wenn noch ein paar bleiben. Das ist ja der Sinn der Sache, dass wir auch ein bisschen was von Ihnen hören. Aber ich darf erstmal den Diskussionsteilnehmern hier das Wort geben, beziehungsweise erstmal kurz vorstellen. Professor Dr. Lars Feld, also eigentlich denkt man ja bei Weisen immer so ein bisschen an ältere Herrschaften, aber Herr Professor Feld gehört auch schon dazu, nämlich zu den 5 Wirtschaftsweisen. Richtiger heißt es ja korrekt, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und er ist auch noch seit 2010 Professor für Volkswirtschaftslehre im schönen Freiburg und Direktor des Walter-Eucken-Instituts. Herzlich willkommen, Herr Feld. Daneben, ich darf noch klatschen. Elke Hanak ist stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes und ja, sie ist sogar studierte Theologin und hat dann über ihren... Das muss man doch nicht versagen. Sie haben sich auf jeden Fall mit der Theologie beschäftigt, Frau Hanak. Nicht immer auf, das ist immer typisch Frau, erstmal auf die Sachen hinweisen, die nicht so gut klappen. Und Frau Hanak ist auch CDU-Mitglied und sie ist aber über den Job im Studium als Packerin und Verkäuferin eben zur Gewerkschaft gekommen und dort eben auch geblieben. Frau Hanak, herzlich willkommen. Wir haben es ja schon gehört zur Flüchtlingspolitik, ja, das ist eben auch Wohnungsbaupolitik, ist ganz wichtig. Es fehlen bezahlbare Wohnungen. Diese Botschaft ist ja nicht nur der Wohnungsbranche bekannt, sondern inzwischen wirklich auch der Politik. Und da arbeitet man ja auch an gemeinsamen Lösungen und Anreizen. Es ist klar, das Baugewerbe bietet vielfältige Arbeitsplätze, kann viel ausbilden. Und wir freuen uns, dass Dr. Hans-Hartwig Löwenstein bei uns ist. Er ist Mann aus der Praxis, Gesellschafter des Bauunternehmens Jean Bratengeier, ein langes, ein traditionsreiches Unternehmen, 127 Jahre, glaube ich jetzt, und natürlich Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes. Herzlich willkommen, Herr Löwenstein. Und dort sitzt nicht wie angekündigt Frau Hasselfeld, das haben Sie auch schon gesehen, aber es ist eben, ja, wie bei Jogi Löw, auch mit Schweinsteiger, die besten Spieler kommen von der Bank. Herr Stefan Meyer vertritt die Seite der CSU, innenpolitischer Sprecher. Und eine wichtige Woche für Sie, denn Sie sind doch immer noch Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe, ist richtig? Also sicherlich auch noch mal ein spannender Nebenschauplatz. Also Ihnen herzlich willkommen. Und ich würde gerne... Herr Fuchs hat ja vorhin gesagt, als erste These, wir brauchen eine offene und ehrliche Bestandsaufnahme. Also weder Schwarzmalerei noch Himmelblaumalerei helfen weiter. Herr Professor Feld, wenn wir mal ehrlich und offen sind, wir reden immer von Chancen und Herausforderungen und man sagt dann lieber Herausforderungen, meint aber eigentlich Problem.
Wenn Sie jetzt ehrlich sind, sind die Flüchtlinge eigentlich ein Problem für die Wirtschaft? Und ich bin es gewohnt, alles zunächst einmal als Problem zu sehen und dann die Chancen daraus zu entwickeln. Vielleicht vorweg die kleine Bemerkung, weil Herr Altmaier mich dazu angeregt hat, mit seinem Beispiel der tamilischen Zuwanderer. Ich kann Ihnen sagen, dass ein Sohn einer solchen Zuwandererfamilie bei mir promoviert hat, dann eine Juniorprofessur in Göttingen angetreten hat, jetzt Professor in Siegen ist und mit seiner Tochter aus einer iranischen Flüchtlingsfamilie verheiratet ist, die den gleichen Karriereweg eingeschlagen hat. Aber leider muss man sagen, das sind meistens die schönen Beispiele, die man erzählen kann für eine sehr gelungene Integration. Das ist vielleicht auch die Zielsetzung, die man sich gegeben, die Qualifikationsstruktur und die Vorbedingungen, die das hat, also gewisse Fähigkeiten und Intelligenzniveaus, kognitive Fähigkeiten der Menschen, die man sich auch als Zielsetzung vornehmen kann. Wenn man aber eine nüchterne Bestandsaufnahme macht, dann muss man sagen, nach den bisherigen Kenntnissen, die uns vorliegen und den Szenarien, die wir auf der Basis berechnen können, wird die Flüchtlingsmigration kurzfristig, und das ist eigentlich allen klar, relativ viel kosten, also zusätzliche Ausgaben verursachen. Wobei nach unseren Berechnungen die Kosten nicht ganz so in der Höhe liegen, wie sie die Länder veranschlagen in den Verhandlungen mit dem Bund, sondern eigentlich eher, je nachdem, wie viel Geld man dann in die Hand nimmt, für die Qualifikationsmaßnahmen zwischen 12 und 16 Milliarden Euro pro Jahr in diesem und im nächsten Jahr. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das hängt nämlich dann stark davon ab, wie viele weitere Flüchtlinge kommen und was weiter zu machen ist. Mittelfristig gehen wir ebenfalls davon aus, dass es weiterhin ein Zusatzgeschäft ist, wenn wir es rein ökonomisch betrachten. Ich sage das in zweierlei Hinsicht, nämlich einmal im Hinblick auf das, was die EU-Kommission uns immer wieder erzählt. Es werden ja dann Rechnungen gemacht, wie sich die Wirtschaft entwickelt im Vergleich zu den sogenannten geschätzten Kapazitäten, also dem Produktionspotenzial. Und je nachdem, wo wir uns da befinden, in dieser Zyklusrechnung, kommt die Kommission auf Herrn Schäuble zu und sagt, du musst mehr Geld ausgeben, denn ihr habt ja eine Produktionslücke. Die Kommission rechnet uns die Flüchtlinge voll zu als Erwerbstätige, auch schon in dem kommenden Jahr. Nach unserer Rechnung ist angesichts des Qualifikationsniveaus davon auszugehen, dass wir relativ spät erst eine weitergehende Integration in den Arbeitsmarkt haben werden. Um da mal ein paar Zahlen zu nennen, die Flüchtlinge haben bei Einreise eine Beschäftigungsquote von 10%, Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft natürlich nicht mitgerechnet. Ich sage natürlich, weil das immer sehr schwer ist, abzuschätzen, was das dann überhaupt ausmacht an Beschäftigungsquote. In 5 Jahren werden es 50% sein, in 14 Jahren 75% nach den gegenwärtigen Kenntnissen, die wir von der Bundesagentur für Arbeit nehmen. Und sie werden mit den deutschen Erwerbstätigen in etwa 20 Jahren gleichgezogen haben. Also daraus jetzt schon innerhalb von 5 Jahren ein Produktionspotenzial zu erreichen, wie das die EU-Kommission macht, halten wir für ziemlich verwegen. Und vor dem Hintergrund muss man auch entsprechende Forderungen der Kommission zurückweisen. In der längeren Frist, das ist der dritte Punkt, das ist sozusagen die demografische Entwicklung, muss man sehr vorsichtig sein. Also ich meine, es wird uns ja im Sachverständigenrat immer vorgeworfen, dass wir nicht einmal das Bruttoinlandsprodukt und das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr voraussagen können. Wenn wir das könnten, würden wir auch andere Jobs machen. Also wenn wir es genau wüssten, dann können Sie sicher gehen, dass wir ganz, ganz viel Geld verdienen würden und nicht Beamte wären. Aber wir liegen eigentlich, was das nächste Jahr anbetrifft, gar nicht so schlecht. Meistens besser als die Wetterprognosen, die 3 bis 5 Tage im Voraus irgendwas vorhersagen müssen. Nur dann über dieses Jahr hinaus zu gehen, ist natürlich ausgesprochen schwierig. Jetzt wissen wir angesichts der Demografie bereits heute, angesichts der Sterbetafeln, der Menschen, die in den verschiedenen Alterskohorten geboren worden sind, wie sich die Demografie in den nächsten 50 bis 60 Jahren etwa entwickeln wird. Und wir sehen, was die weiteren Probleme sind. Völlig unabhängig von der Flüchtlingsmigration muss man feststellen, dass Migration nicht helfen wird, die demografischen Probleme vollständig zu lösen. Denn wir benötigen dazu qualifizierte Zuwanderer in Höhe einer Nettozuwanderung von etwa 500.000 Menschen pro Jahr.
500.000 Nettozuwanderung, bitteschön. Wir haben im Moment eine Bruttoauswanderung von etwa 750.000 bis 850.000, je nachdem, welche Jahre Sie anschauen. Und jetzt können Sie ja errechnen, wie viel Bruttozuwanderung wir brauchen, damit diese Nettozuwanderung zustande kommt. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wenn man immer sagt, qualifizierte Zuwanderer, können Sie das auch noch mal etwas klarer definieren? Sind das Leute, welchen Abschluss oder was ist die Voraussetzung? Oder kann man das nicht so genau sagen? Qualifiziert heißt, dass Sie einen in Deutschland anerkannten Abschluss oder äquivalenten Abschluss vorweisen können. Ja, die können also direkt arbeiten und brauchen keine zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen. Wenn sie dann Weiterbildungsmaßnahmen machen, um aufzusteigen, ist das natürlich eine andere Frage. Aber es geht darum, dass es vergleichbare Abschlüsse sind. Und Sie können Deutsch? Da komme ich gleich nochmal dazu. Das ist noch eine Seitenbemerkung, die ich habe zur deutschen Sprache. Sie sehen schon an dieser Bemerkung zur Qualifizierung, dass wir... Wenn wir jetzt die Flüchtlingsmigration nehmen und die demografischen Aspekte hinzunehmen, also quasi in der langen Frist ausrechnen, was das bedeutet angesichts der Ausgaben, die dafür notwendig sind, den Qualifizierungsmaßnahmen, den Steuerzahlungen, Beitragszahlungen, die kommen, den Produktivitätssteigerungen, die wir uns davon erhoffen können, dann kann man sagen, dass so in der längeren Frist die Flüchtlingsmigration entweder ein leichtes Plus- oder ein leichtes Minusgeschäft wird. Das ist sozusagen die nüchterne Einschätzung. Sie können natürlich jetzt Bandbreiten produzieren und Horrorszenarien in der einen Richtung aufbauen oder große Hoffnungsszenarien in der anderen. Aber wenn man versucht, etwas diese Bandbreite zu reduzieren mit plausibleren Annahmen, dann ist es höchstens ein leichtes positives Geschäft. Und das hängt dann davon ab, wie erfolgreich die Qualifizierungsmaßnahmen sind. Ja, wenn wir da ganz besonders erfolgreich sind, dann ist es ein leichtes Plusgeschäft. Wenn wir nicht so erfolgreich sind, ist es ein leichtes Minusgeschäft. Das sage ich vor dem Hintergrund, das ist jetzt rein ökonomisch betrachtet. Mir ist bewusst, dass die Frage Flüchtlingsmigration oder nicht in allererster Linie eine humanitäre Aufgabe ist. Und dass man für diese humanitären Aufgaben typischerweise in diesem Land auch bereit ist, etwas zu zahlen. Also ich will nicht sagen, dass das jetzt insgesamt in dieser Gesamtrechnung dann ungünstig ist. Die letzte Bemerkung, die Sie mir vielleicht erlauben zur Qualifikation und Arbeitsmarktintegration. Ich drehe im Unterschied zu den Impulsreferaten und Einführungsäußerungen, die wir gehört haben, ganz gerne die Problematik, vor der wir da stehen, um. Es hängt im Wesentlichen von der Arbeitsmarktintegration ab. Und Herr Altmaier, Sie haben das dankenswerterweise gesagt, dass wir eine ganze Reihe von Jobs haben, in denen die Sprachkenntnis als... Sie sind auf der anderen Seite. Ah ja. Sie haben das ja dankenswerterweise gesagt, dass wir eine ganze... Sie brauchen Stärkung. Okay, ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Ja. Herr Altmaier ist eben praktischer Mann. Ja, er sorgt gut für sich. Korrekt, ja. Schön. Wiener Würstchen, ja. Also, Sie haben das ja dankenswerterweise gesagt, dass wir eine ganze Reihe von Jobs haben, in denen die Sprachkenntnis a priori nicht zwingend erforderlich ist. Und man kann sich auch vorstellen, dass man rudimentäre Sprachkenntnisse zunehmend on the job erlernt. Deswegen, denke ich, muss man das sehr wohl umdrehen. Die Arbeitsmarktintegration ist die entscheidende Zielsetzung. Und was wir dann an sprachlichen Kenntnissen weiterhin benötigen und weiteren qualifikatorischen Erfordern, das werden wir dann sehen. Aber deswegen betonen wir gerne von Seiten des Sachverständigenrats, wie wichtig es ist, die Hürden für den Eintritt in den Arbeitsmarkt niedrig zu halten. Und zwar in jeder Hinsicht, von der Vorrangprüfung bis hin zum Mindestlohn. Uns ist im letzten Jahr nach Veröffentlichung des Jahresgutachtens fälschlicherweise gesagt worden, wir wollten Ausnahmen für die Flüchtlinge beim Mindestlohn haben. Das wollen wir nicht. Was wir gesagt haben ist, die bestehenden Ausnahmen für alle Arbeitsmarktteilnehmer sollten wir ausbauen und nutzen, weil sie dann spezifisch auch den Flüchtlingen helfen. Ja, das gilt einerseits für die Regelung für jüngere Arbeitnehmer, die unseres Erachtens über die 18 Jahre ausgebaut werden sollte bis 25, in Anlehnung an die britischen Regelungen. Das gilt andererseits für die Praktikumsregelung. Das gilt drittens für die Langzeitarbeitslosen und diese Regelung. Das, was wir jetzt im Integrationsgesetz drin haben, ist ein Schritt in diese Richtung, aber nur ein ganz kleiner. Und das Einzige, was wir im Hinblick auf die Flüchtlinge spezifisch gesagt haben, ist Folgendes. Bitte zählt sie doch von Anfang an als Langzeitarbeitslose. Das ist zwar nicht so, dass sie den Zugang zum Arbeitsmarkt bereits haben und deswegen so rechtlich gezählt werden, beziehungsweise in der Statistik so gezählt werden, aber faktisch ist es doch so. Denn im Moment haben wir die Situation, dass ein Flüchtling, der im Januar 2015 zu uns gekommen ist, davon ausgehen konnte, dass er nach etwa 10 Monaten durch die Verfahren durch ist.
Ein Flüchtling, der im März 2016 zu uns gekommen ist, muss mit 17 Monaten rechnen. Die BA geht in ihren Berechnungen davon aus, dass 5 Monate reichen. Das ist also schon jenseits dessen, was wir voriges Jahr hatten und völlig unrealistisch. Herr Weise sagt uns zu, bis nächstes Jahr auf 11 Monate wieder runter zu sein. Aber faktisch heißt das doch, dass diese Menschen dann etwa ein Jahr lang nicht arbeiten durften. Also lassen Sie uns doch bitte diese Menschen als langzeitarbeitslos sehen. Herr Feld, vielen Dank. Auch schon eine ganze Menge Themen. Über den Mindestlohn reden wir gleich bestimmt auch nochmal. Aber ich würde gerne Frau Hanak die Frage stellen, wir haben jetzt ja verschiedene Themen angeschnitten. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die letzten Monate, die Diskussionen eben auch Zeitarbeit, Mindestlohn, all die Sachen, die die Flüchtlinge betreffen und die Integration in den Arbeitsmarkt, würden Sie sagen, ja, wir ziehen da an einem Strang und da haben wir schon was Gutes geschaffen? Oder wo sagen Sie, da hakt es richtig und da sehen wir uns als Sozialpartner, würden wir gerne noch mal eine andere Stimme laut werden lassen? Also beim Mindestlohn, sage ich mal, hatten wir ja bisher noch nicht die großen Differenzen in Bezug auf die Geflüchteten, weil das so jetzt auch von den Arbeitgeberverbänden auch nicht so thematisiert wurde. Da waren wir eigentlich, standen wir auch gemeinsam, haben gesagt, da wollen wir erstmal keine weiteren Ausnahmen. Wir wissen inzwischen bei den Langzeitarbeitslosen, das ist evaluiert worden nach einem Jahr gesetzlicher Mindestlohn, dass die Integration von Langzeitarbeitslosen unterhalb des Mindestlohnes so gut wie keine Effekte gezeigt hat. Das heißt, da sind also wirklich an 2 Händen abzuzählen nur ganz wenige auch in den Genuss gekommen, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden unterhalb des gesetzlichen Mindestlohnes. Und da muss man natürlich bei dieser Diskussion um Geflüchtete dann auch die Frage stellen, warum soll das jetzt auf einmal bei einer anderen spezifischen Gruppe am Arbeitsmarkt funktionieren, wo es bei der einen schon nicht funktioniert hat. Also insofern glaube ich, ist es gut und richtig, dass wir dieses Thema erstmal nicht ganz hochspielen. Wir haben bei den jungen Menschen, die in Ausbildung gehen, gemeinsam in der Allianz für Aus- und Weiterbildung mit den Arbeitgeberverbänden, den Ländern, dem Bund, ganz klar gesagt, wir wollen keine Absenkung der Standards für die geflüchteten jungen Menschen. Das heißt, alle Maßnahmen, die wir im Bereich der Integration in Ausbildung machen, stehen auch allen jungen Menschen, die eine Ausbildung suchen, zur Verfügung, weil wir natürlich auch keine Bildungskonkurrenz zu den einheimischen jungen Menschen wollen, die es auch nicht alle einfach haben, eine Ausbildung zu finden. Wir haben, was die ehrliche Analyse anbelangt, im letzten Jahr erstmalig in einem gemeinsamen Kraftakt die Zahl der Ausbildungsverträge mit 522.000 stabilisiert. Das war, glaube ich, durchaus ein Erfolg. Aber 80.000 junge Menschen, und zwar einheimische junge Menschen, haben keinen Ausbildungsplatz gefunden. Das darf man nicht übersehen. Wir haben 270.000 junge einheimische Menschen, die im Übergangssystem sind. 2 Drittel davon sind ausbildungsreif. Das heißt, 2 Drittel sind 180.000, suchen ebenfalls noch einen Ausbildungsplatz. Und der nationale Bildungsbericht, den Frau Professor Wanka gestern oder vorgestern veröffentlicht hat, sagt voraus, dass wir in 2017 bei den Geflüchteten mit bis zu 96.000 jungen Menschen rechnen müssen, die zusätzlich in den Ausbildungsmarkt strömen. Und da muss man ganz einfach sagen, und da gebe ich auch diesem Bericht recht, da weiß überhaupt niemand so recht, wie wir sie alle in Ausbildung bringen. Da werden wir uns über andere Formen, auch über überbetriebliche und außerbetriebliche Ausbildung nochmal unterhalten müssen. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde auch, das ist eine Perspektive, erstmal eine Ausbildung zu machen. Die kann man eng betrieblich anlehnen, aber da müssen wir was für tun. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wir sozusagen keine Unterschiede in den Maßnahmen machen zwischen Geflüchteten und Einheimischen. Das Problem Vorrangprüfung, Herr Kramer, Sie haben es angesprochen, Sie sehen das durchaus als Fortschritt und Modernisierung. Wir haben das Thema immer gebraucht, um auch den einheimischen Langzeitarbeitslosen gegenüber zu erklären. Dort bekommen die Geflüchteten, die stehen sozusagen erstmal am Ende der Kette, was die Vergabe von Arbeit und Maßnahmen anbelangt. Diese Argumentation ist natürlich für uns jetzt weg.
Und ich finde, da haben wir auch eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung. Wir sehen ja im Moment, wie die AfD diese Themen aufnimmt, dass den Geflüchteten sozusagen mehr zuteil wird an Maßnahmen als den Einheimischen, ob das jetzt Langzeitarbeitslose sind oder andere Gruppen, da wird gegeneinander ausgespielt. Und ich finde, wir müssen wirklich alles tun, um gemeinsam zu verhindern, dass diese Diskussion wirklich verfängt, auch in den Köpfen und an den Stammtischen. Und dafür brauchen wir Maßnahmen, die für alle geöffnet sind und nicht nur für die Gruppe der Geflüchteten. Vielen Dank, Frau Hanack. Dann würde ich gerne erst mit Herrn Mayer weitermachen und dann Herr Löwenstein, weil ich würde gerne Sie direkt dazu fragen, Herr Mayer, ist das sinnvoll, dass man so wie Frau Hanack es sagt und nachvollziehbar, dass man da eben keine Unterschiede macht oder können wir uns das schlichtweg nicht leisten? Liebe Frau Blättner, ich glaube, es kommt ganz entscheidend darauf an, dass wir mit all den Maßnahmen, die wir jetzt richtigerweise ins Werk setzen, auch deutlich machen, dass wir Deutsche hier nicht schlechter behandeln. Weil ich glaube, ansonsten drohen wir wirklich auch den Eindruck zu erwecken, dass es hier eine Privilegierung gibt. Und das würde, glaube ich, auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht die Stimmung, die ohnehin ja sehr angespannt ist in unserem Land, noch zusätzlich verhetzen. Erlauben Sie mir vielleicht nur ganz kurz eine Anmerkung zu der Vorrangprüfung, die jetzt auch schon mehrmals genannt wurde. Ich warne da davor, dieses Thema dem Thema zu viel Bedeutung beizumessen. Also wir haben jetzt die Regelung, dass nach 14 Tagen ohnehin die Vorrangprüfung als erledigt gilt, wenn es keine Antwort gibt. In Bayern ist es beispielsweise so, dass derzeit die durchschnittliche Bearbeitungsdauer zwischen 6 und 8 Tagen liegt und die Zustimmungsquote zu Anträgen auf Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses im Mai zum Beispiel bei 90% lag. Also der Vorstandsvorsitzende der Geschäftsführung der BA in Bayern, der Herr Schmitz, hat mir gesagt, er lässt sich persönlich jeden Fall eines Negativtestats vorlegen, weil er wissen will, warum hier keine positive Bescheinigung ausgestellt werden konnte. Wir werden jetzt mit dem Integrationsgesetz sowieso die Möglichkeit schaffen, für 3 Jahre befristet die Vorrangprüfung auszusetzen. Ich glaube, diese Befristung ist auch sachgerecht, weil heute keiner mit Gewissheit sagen kann, wie sich der Arbeitsmarkt in 3 Jahren gestaltet. Und vor dem Hintergrund bitte ich darum, dieses Thema Vorrangprüfung auch in seiner Bedeutung relativiert zu betrachten. Vielleicht noch ganz kurz auch zu dem Thema Integrationsgesetz. Ich glaube wirklich, dass wir, Herr Kramer, mit diesem Gesetz, das wir heute auch mit unserem Koalitionspartner verhandelt haben, in deutlicher Weise auch den berechtigten Wünschen und Anliegen der Wirtschaft entgegenkommen. Ich habe aus vielen Kreisen, insbesondere auch aus dem Handwerk in den letzten Monaten immer wieder die Kritik anheimgestellt bekommen, dass es zu wenig Rechtssicherheit, zu wenig Planungssicherheit gibt, wenn ein Ausbildungsverhältnis zum Beispiel mit einem syrischen oder afghanischen Asylbewerber begonnen wird. Wir schaffen jetzt die Möglichkeit der Duldung für 3 Jahre plus 2 weitere Jahre. Und ich glaube, dass dies wirklich ein richtiges Signal auch in Richtung der Wirtschaft ist, was Planungs- und was Rechtssicherheit anbelangt. Natürlich gibt es dann auch Mitwirkungspflichten gegenüber der Wirtschaft. Da kann ich die Wirtschaft ehrlicherweise auch nicht ganz aus der Haftung lassen. Weil im Grunde genommen dadurch, dass allein das Zustandekommen des Ausbildungsvertrages dies die Möglichkeit der Duldung eröffnet, letzten Endes dem Handwerksunternehmen, dem Wirtschaftsunternehmen eigentlich eine Ersatzfunktion zur Ausländerbehörde zukommt. Der Arbeitgeber entscheidet darüber, ob diese Duldung ermöglicht wird oder nicht. Dass dann natürlich, wenn beispielsweise dieses Ausbildungsverhältnis beendet wird, auch eine gewisse Mitwirkungspflicht damit verbunden ist, dies dann entsprechend mitzuteilen, da bitte ich einfach auch um Verständnis, dass wir dies dann auch seitens des Staates von der Wirtschaft erwarten. Herr Kramer, Sie haben gleich die Gelegenheit, aber ich würde doch gerne Herrn Löwenstein mit in die Diskussion nehmen, wenn wir, das passt ja auch ganz gut, wenn wir eben nach der offenen und ehrlichen Bestandsaufnahme schauen und was Herr Mayer angesprochen hat. Was ist denn da Ihre Erfahrung aus der Praxis? Wie können die Unternehmen damit umgehen? Welche Ausbildungsmöglichkeiten haben Sie und wo haben Sie da, wo bräuchten Sie da noch mehr Unterstützung von der Politik? Also wir bilden ja in 18 Bauberufen aus in der dualen Ausbildung mit über 200 überbetrieblichen Ausbildungsstätten, natürlich auch mit den Berufsschulen zusammen und vor allen Dingen auch den Betrieben. Wir stellen jährlich 10.000 Lehrlinge ein und wenn wir die Demografie hier abfedern wollten, müssten es 20.000 sein. Das gibt schon mal einen zahlenmäßigen Rahmen, den die Bauwirtschaft stellen kann. Mehr wird nicht gehen. Und die 10.000, selbst wenn Personen bereitstünden, zusätzlich 10.000 Ausbildungsverträge abzuschließen, müssen die Voraussetzungen geschaffen sein. Und dazu muss man die Struktur der deutschen Bauwirtschaft kennen. Wir vertreten 35.000 Baubetriebe, die haben im Durchschnitt 10 Beschäftigte.
Das heißt, der typische Baubetrieb ist mit 5 bis 15 Beschäftigten am Bau unterwegs und das in vielen einzelnen Baustellen. Da können Sie sich vorstellen, dass einmal dort das Risiko, dass ein Arbeitsunfall passiert, hoch ist, höher als in anderen Branchen. Das heißt, die Gefährdungseinschätzung und all das setzt eben Sprache voraus, das setzt Verständnis voraus. Solange wir das nicht vermitteln können, sind die Betriebe gut beraten, solche Ausbildungen nicht zu beginnen, wenn das Risiko von Verletzungen oder Tod sogar droht. Das ist hochmechanisiert. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, dass die Anforderungen an die Baubetriebe, an die Bauwerke, die errichtet werden, in den letzten 20, 30, sogar 40 Jahren erheblich gestiegen sind. Also die Idee, dass der Bau ungelernte Leute aufnehmen könne, die ist abwegig, die ist überholt seit 20 Jahren. Die Anforderungen sind super hoch. Und sie sind nur zu bewältigen mit einer dualen Ausbildung, die nicht nur mit speziellen Teilqualifikationen arbeitet. Es gibt natürlich Großbaustellen, wo ein Typus von Mauerwerk von 20 Leuten mehrere Wochen lang hergestellt werden muss. Das ist aber nicht der Standardfall, sondern wir bauen sehr viel im Bestand und da müssen Sie täglich autonom auf der Baustelle entscheiden, wie die technischen, baubetrieblichen Schnittstellen da auch bedient werden. Und das geht nur mit Sprache, das geht nur mit dualer Ausbildung. So, das ist die eine Sache. Voraussetzung natürlich all die, die Herr Präsident Kramer auch genannt hat, die nicht bauspezifisch sind, Sprache verstehen, Sprache sprechen, lesen, schreiben, Grundkenntnisse, Grundfähigkeiten der Grundschulen. Ja, daran habe ich es schon am Anfang, da brauchen Sie mit der Ausbildung nicht anzufangen im Bau. Und dann ist es sehr komplex. Ein Baubetrieb dieses Zuschnittes hat keinen Experten, der die Rahmenbedingungen, die rechtlich sicheren Rahmenbedingungen beherrscht, um rechtssicher so einen jungen Menschen einzustellen. Ich habe hier mal ein Diagramm, da steht oben drüber Produkteinsatzempfehlung U25 für junge Flüchtlinge zur Sprachförderung, Ranführung an den Ausbildungsmarkt. Schauen Sie sich dieses Diagramm an. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was Baubetriebe beachten müssten. Und das schaffen sie im Betrieb sowieso nicht. Und in den übergeordneten Ausbildungsstätten reicht es auch nicht, die Kenntnis davon. Und selbst in den Verwaltungszweigen, mit denen diese Überbetrieblichen ja zu tun haben, finden Sie niemanden, der komplett den Überblick hat. Und dann können Sie das Ausbildungsverhältnis nicht gründen, weil Sie das Risiko eingehen, dass Sie mit Geldbußen und mit sonstigen Verstößen konfrontiert werden. Und das muss weg. Wir müssen eine Anlaufstelle haben für so kleine Betriebe, die das rechtssicher für den Betrieb und der Zuhilfenahme der überbetrieblichen Einrichtungen sicherstellen. Das geht nicht. Von kulturellen Dingen, in vielen dieser Betriebe ist die Meistersfrau personalverantwortlich. Und wenn dort ein junger Mann das Gespräch mit ihr und das Händeschütteln verweigert, dann weiß ich nicht, wie das gehen soll. Nach vorne in die erste Reihe, denn ich habe eine gute Nachricht für Sie und das passt jetzt auch, weil wir über die Praxis reden. Wir haben nämlich heute schon Europameister bei uns, ist aber leider kein Fußballer. Also da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir haben es ja eben gehört, dass der Zentralverband des Deutschen Baugewerkschaft ist verantwortlich für 18 Ausbildungsgänge und da finden dann auch Europameisterschaften statt. Und solch einen Europameister haben wir hier, nämlich Walmir Dubrona. Herzlich willkommen, Stuckateurmeister. Bleiben Sie einfach kurz mal stehen. Kommen Sie einfach mal mit mir nach vorne, damit Sie alle sehen können. Sie sind Europameister 2014. Sie sind noch sehr jung, 23 glaube ich. 24 jetzt schon. Mit 4 Jahren aus dem Kosovo gekommen. Das, was Sie jetzt leisten, hatten natürlich ganz viele Ihre Eltern sicherlich auch nicht gedacht. Was war die Voraussetzung, dass Sie diesen Weg machen, dass Sie inzwischen Meister sind und wer hat Ihnen dabei geholfen? Wichtig ist natürlich die Familie, die immer dahinter steht und alle an einem Strang ziehen und natürlich auch die deutsche Sprache, die man dann hier dann lernen sollte und halt auch der Ehrgeiz und der Wille, dass man diese Chance hier hat und dann halt auch nutzt. Aber wo würden Sie denn sagen, wer hat Ihnen geholfen? Wie war das, als Sie Ihre Lehre gemacht haben, Ihre Ausbildung? Natürlich, ich bin ja ganz normal in den Kindergarten gegangen, ganz normal in die Schule. Da haben halt viele mitgewirkt und in der Ausbildung genauso. Die ganzen Überlehrer und Ausbildungsleiter natürlich alle mit. Warum sind Sie Stuckateur geworden?
Mein Papa ist auch Stuckateur und aus dem Grund könnte es natürlich auch so sein, aber allgemein schon das Handwerkliche hat mir immer gelegen und deswegen bin ich auch diese Richtung gegangen. Und was würden Sie denn jetzt jungen Menschen sagen, die hierher kommen? Was brauchen die? Was ist am wichtigsten jetzt? Das Allerwichtigste ist natürlich der Wille, der Ehrgeiz und auch diese Chance, was man hier hat, natürlich auch zu nutzen. Und gibt es da Menschen, wo Sie sagen, da bräuchten Sie noch ein bisschen Unterstützung, weil Sie sind ja jetzt selbstständig und haben auch zwei Menschen schon eingestellt, also Sie sind jetzt auch schon Arbeitgeber. Und wo merken Sie denn da die Hindernisse manchmal in der Bürokratie oder sagen Sie, ja, ich würde auch gerne Flüchtlinge einstellen? Natürlich, klar, würde ich auch gerne helfen und auch Flüchtlinge einstellen, weil meine Familie war auch in so einer Lage im Prinzip und diesen Weg werde ich auch weiterhin gehen und vielleicht auch dann Flüchtlinge auch einstellen. Vielen Dank, viel Erfolg weiter. Vladimir Dubroner, Europameister, Stuckateur, man könnte sowas sagen, so ein bisschen der Boateng des Baugewerbes und ich denke, viele hätten Sie gern zum Nachbarn. Ja, das war jetzt ein sehr positives Beispiel und wir haben gehört, dass es Ehrgeiz ist ganz wichtig, die Unterstützung der Eltern. Herr Kramer, das ist eine Sache, aber trotzdem müssen ja eben die Rahmenbedingungen passen und muss es stimmen. Sie wollten gerne noch auf Herrn Mayer reagieren, wie man Ihnen da helfen kann. Ja, Herr Mayer, ich bin an einer Stelle hellhörig geworden. Wenn ich es nicht falsch verstanden habe, dann haben Sie sinngemäß gesagt, mit dieser Gesetzgebung für die Auszubildenden, die jetzt 5 Jahre, super Lösung, alles keine Frage, ist auch unser Wunsch gewesen. In enger Verbindung auch mit dem DGB haben wir uns dafür eingesetzt. Perfekte Lösung. Aber dann haben Sie etwas gesagt, das lautet sinngemäß, damit übertragen wir einen Teil der Aufgaben der Ausländerbehörde auf das Unternehmen. Herr Mayer, seien Sie mir nicht böse. Meine Wahrnehmung ist, dass das für die Ausländerbehörden nicht einfach ist, das Handling, was Sie da alles vorhaben. Es ist für mich, für uns als Wirtschaft unmöglich, Ihre Aufgaben als Ausländerbehörde wahrzunehmen. Das können wir nicht, das schaffen wir nicht und ein kleines Unternehmen schafft es nie und nimmer. Das geht nicht. Wir müssen an dieser Stelle sauber trennen. Wir können weder Schulausbildung machen, Deutschkurse organisieren und wir können keine Aufgaben der Ausländerbehörde machen. Wir sind gut belastet, um nicht zu sagen überlastet, wenn wir das, was wir beherrschen, was unser Know-how ist, nämlich Ausbildung zu organisieren, ein bisschen über den Bedarf hinaus machen. Aber Ausländerbehörde sind wir nicht. Und ich habe Ihnen das Beispiel ja geschildert. Und Herr Dr. Löwenstein hat es ja eben auch gesagt. Es gibt, da macht die Ehefrau Personal und Buchhaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann mal Bußgelder fällig werden, weil das einfach nicht wahrgenommen wird, weil der Tagesdruck ganz andere Dinge abverlangt in so einem mittelständischen kleinen Betrieb, der ist relativ groß. Bitte tun Sie mir den Gefallen, lassen Sie uns eine Arbeitsteilung machen. Die Wirtschaft bildet aus, so gut sie es kann in ihren Berufen. Wir haben gerade einen Stuckateurmeister hier erlebt. Und die Ausländerbehörde, die dankenswerterweise bei dem BAMF, so heißt es, von Herrn Weise ja wirklich gut in Schuss gebracht wird, die kümmert sich um den Teil. Und halten Sie uns bitte von Bürokratie frei. Das ist zusätzliche Bürokratie. Wobei wir auch noch mal über den Punkt Bürokratie und Verordnung reden müssten. Dann, ne? Wie viel Verordnung möchten Sie denn dann doch haben? Aber Herr Mayer, Sie wollen da kurz darauf reagieren. Nur ganz kurz, lieber Herr Kramer, nicht, dass das in den falschen Hals gerät. Natürlich ist ein Unternehmen keine Ausländerbehörde. Ich sage nur, jetzt in diesem konkreten Fall, diese 60a, diese 3+2-Regelung, ist es so, dass letzten Endes der Arbeitgeber durch den Abschluss des Ausbildungsvertrages darüber entscheidet, ob der Geduldete eine, oder ob der an sich Ausreisepflichtige die Möglichkeit einer Duldung erhält oder nicht. Mir ist klar, dass Sie damit nicht die originären Aufgaben der Ausländerbehörde übertragen bekommen. Nur mit dem Abschluss des Ausbildungsvertrages entscheiden Sie letzten Endes darüber, ob derjenige da bleibt, in Deutschland geduldet wird oder nicht. Was de facto bedeutet, dass Sie ein Stück weit auch natürlich über dessen Schicksal entscheiden. Und deswegen überantworte ich, oder glaube ich, kann man schon auch mit gutem Gewissen auch der Wirtschaft dann die Verantwortung übertragen, mitzuteilen, wenn beispielsweise dieses Ausbildungsverhältnis abgebrochen wird. Der Staat muss dann natürlich auch Bescheid wissen, wird dieses Ausbildungsverhältnis überhaupt ernsthaft durchgeführt, weil wenn dem nicht mehr der Fall wäre, natürlich dann auch die Grundlage für die auf diesem Ausbildungsverhältnis aufbauende Duldung entfallen würde.
Herr Dr. Löwenstein, ich merke schon, Sie möchten sich äußern. Das wäre doch eine zusätzliche Meldepflicht. Die Betriebe melden doch sowieso an die Kammern zum Beispiel, dass das Ausbildungsverhältnis beendet ist. Auch an die Sozialversicherung. Greifen Sie es doch dort ab, da landet es doch sowieso. Also weniger Bürokratie, weniger Aufgaben noch für die Wirtschaft sind wichtig. Herr Professor Feld, ist das ein Punkt? Wir haben jetzt mehrmals über Bürokratie gesprochen und über Sachen, die eben noch die Wirtschaft belasten. Wo sehen Sie denn eine Möglichkeit, die Wirtschaft zu entlasten, damit das etwas einfacher läuft? Ja, Bürokratie ist natürlich ein wichtiger Aspekt, gerade wenn man ihn jetzt in diesem Zusammenhang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Integration anschaut. Aber wir haben ja insgesamt in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Wirtschaft zunehmend belastet worden ist. Nehmen Sie den Anstieg der Energiekosten. Wir haben bei der Besteuerung keine zusätzlichen Belastungen gehabt, Gott sei Dank. Jetzt werden wir bei der Erbschaftssteuer ein bisschen mehr bekommen, nur 200 Millionen. Ist jetzt nicht so viel, aber ein bisschen was, was da noch dazu kommt. Man muss schon sagen, dass wir immer, also wenn Sie dann die Arbeitskosten nochmal anschauen, die sind auch seit 2013 kräftig nach oben gegangen, vergleichen das mit den Produktivitätssteigerungen in unterschiedlichen Branchen, da muss man sagen, das sieht gar nicht so doll aus. Nehmen Sie den letzten Metallabschluss, der ist zwar für den Fahrzeugbau vielleicht ein ganz adäquater Abschluss, aber für den Maschinenbau ist eine ziemliche Katastrophe, denn im Maschinenbau haben wir negative Produktivitätsfortschritte in den letzten 6-7 Jahren gehabt. Also wenn Sie die Kostensituation der Arbeitgeber anschauen, muss man klar sagen, das ist in den letzten paar Jahren deutlich nach oben gegangen in wesentlichen Kostenkomponenten. Und wenn man die Wirtschaft entlasten will, dann sollte man bei diesen Kostenkomponenten ansetzen. Das heißt, ganz konkret, wenn wir das Thema Integration ansprechen, ist der Arbeitsmarkt gefragt, dann wird man sich in den kommenden Lohnrunden damit beschäftigen müssen, wieder zurückzukehren auf die Produktivitätsfortschritte und nicht darüber hinaus zu gehen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite, die Energiewende ist ein wesentliches Unterfangen, ein Jahrhundert Unternehmen sozusagen. Wir müssen schon dafür sorgen, dass es relativ kostengünstig vonstatten geht. Und dann kann ich mir schon noch vorstellen, dass wir über die bisherigen leichten Reformschritte zum Abbau der dort gezahlten impliziten Subventionen, die wir über die Einspeisevergütungen regeln, dass wir diesen Abbau noch etwas stärker vornehmen können und technologieneutraler vornehmen können, als wir es bisher machen. Also ich sehe in dem Ausschreibungsmodell noch nicht die Kostenreduktionen, die man sich erhofft. Das hängt da sehr stark davon ab, wie man es ausgestaltet. Man kann es ganz kleinteilig machen, dann ist man nah am alten System und man kann es großzügiger und technologieneutraler machen und dafür muss man dann letztlich plädieren, wenn man in diesem Modell ist, um Kosteneinsparungen zu generieren. Vielleicht das zwei große Bereiche, in denen wir da ankommen. Sie könnten jetzt mit mir auch noch einen ganzen Nachmittag über Steuern füllen, wenn Sie wollen. Da können wir lange drüber diskutieren. Dann machen wir einen extra Kongress zu, glaube ich, würde ich mal vielleicht sagen. Dann machen wir dann nochmal einen Kongress, weil ich weiß, dass wir pünktlich aufhören müssen. Und ich habe ja Ihnen versprochen, dass Sie auch Ihre Anmerkungen noch loswerden können und Ihre Diskussionsbeiträge und würde Sie gerne dazu einladen, wenn Sie kurz zum Mikro gehen und sich dann vorstellen und an wen Sie Ihre Frage richten und angesichts der Zeit vielleicht auch einfach nur eine Frage stellen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Mein Name ist Christoph Seidel, ich komme aus der Nähe von Bremen, bin Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens der beruflichen Fortbildung. Die bisherige Diskussion zeigt, wir schaffen das. Ich bin übrigens auch persönlich einer Meinung mit Frau Merkel. Die Frage ist nur, inwieweit schaffen oder nutzen wir schon genügend das, was man üblicherweise in der Wirtschaft, Herr Kramer, wie selbstverständlich effektives Veränderungsmanagement nennen würde. Ich denke, viele Unternehmen neben allen juristischen Fragen, neben allen organisatorischen Fragen, Belegschaften gerade von KMU-Unternehmen werden auch gefragt sein hinsichtlich des Managements von Veränderung. Integration in mittelständischen Unternehmen ist aus meiner Sicht kein Selbstläufer und muss durch Veränderungsmanagement unterstützt werden, das Führungskräfte und Belegschaften abholt und einbindet. Und die Frage, inwieweit werden Unternehmen dabei hinreichend unterstützt? Und inwieweit sollte dies nicht auch richtig und notwendig sein? Möchten Sie eine Antwort von der Wirtschaft oder von der Politik? Vorzugsweise von Herrn Kramer. Okay, gut. Sie müssen da, glaube ich, unterscheiden, aber ich habe das so rausgehört, dass Sie das auch schon fast getan haben, zwischen großen Unternehmen, die natürlich über den Apparat verfügen, der das machen kann, und ich sage mal, den mittelständischen oder auch kleinen mittelständischen Betrieb, den Herr Dr. Löwenstein dargestellt hat, wo die Ehefrau am Feierabend und am Wochenende Buchhaltung und Lohnbuchhaltung und Personal macht.
Stabsabteilungen, die solche Managementfunktionen wahrnehmen, sind größenabhängig. Und im kleinen und mittelständischen Bereich wird diese Unterstützung im Handwerk sehr engagiert von den Handwerkskammern wahrgenommen, bis hin zu ja, übergeordneten zentralen Berufsausbildungsstrukturen und so weiter. Ich glaube, das Handwerk ist da sehr gut aufgestellt. Das mag jetzt nach Stadt und von Stadt zu Stadt verschieden sein, aber im Kern, glaube ich, gibt es da große Hilfestellung und das kann da nur von außen kommen, weil man im Haus die Mitarbeiter nicht hat. Und andere Strukturen, Industrie- und Handelskammern bemühen sich ebenso auf diesem Gebiet. Ich glaube, der Teil läuft, was nicht heißt, dass man es nicht verbessern kann. Aber ich glaube, der Teil läuft ganz gut und jüngere Unternehmer sind sich des Veränderungsbewusstseins naturgemäß vielleicht auch klarer als Ältere, das kann auch sein, auch da gibt es solche und solche. Im Großen und Ganzen ist das Bewusstsein im Handwerk bis zur Industrie schon da, dass wir mit den Mechanismen von heute das Jahr 2035 nicht erreichen werden. Stichwort Industrie 4.0 sagt alles, was damit zusammenhängt. So. Vielen Dank. Jetzt hatten Sie noch eine Anmerkung oder eine Frage? Ich habe Sie gesehen. Ja, zwei Anmerkungen. Ingrid Hartges, DEHOGA Bundesverband. Ich vertrete eine internationale Branche. Wir haben den höchsten Anteil ausländischer Beschäftigter. Wir haben inzwischen über 1 Million sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter. Davon 30% sind ausländische Mitbürger. Wir haben Anfang der 90er Jahre einen ganz wertvollen Beitrag geleistet zur Integration der damals auch zahlreichen Asylbewerber und wollen das auch jetzt tun. Aber ich plädiere noch mal nachhaltig dafür, dass insbesondere bei der Aufnahme von Beschäftigung also Praktika-Regelungen gelten und wenn es nur für 2 oder 3 Monate sind und dann parallel dazu konzentriert Sprachunterricht geleistet wird. Also bei uns in Betrieben lernen die sehr schnell Deutsch. Also ja. Es arbeiten alle Nationen da, also das gelingt in der Regel gut. Und wir haben also eine Vielzahl von Maßnahmen bereits ergriffen, um wirklich deutlich zu machen, wie wichtig die Integration durch Ausbildung und Beschäftigung ist. Aber es muss alles schneller passieren und besser der heimischen Bevölkerung erklärt werden. Weil was nicht angesprochen wurde hier heute, ist die Mega-Herausforderung, die Parteienlandschaft ändert sich im Moment in Deutschland. Und das erfüllt mich persönlich mit ganz, ganz großer Sorge. Und deswegen finde ich, die Politik muss schneller handeln. Das Integrationsgesetz hätte schon 8 Monate früher auf Weg gebracht werden können. Und sie muss es besser der heimischen Bevölkerung erklären, was hier konkret passiert, damit wir das alles schaffen. Danke. Ganz herzlichen Dank für die Anmerkung. Ich würde sagen, wir sammeln mal. Sie sind zuerst dran, dann Herr Gaspar und dann Sie. Ja, bitte schön. Sandra Gaspar, ich bin von der Firma Lingua TV. Ich möchte ein Thema aufgreifen, was alle Redner heute hier angesprochen haben, nämlich die deutsche Sprache. Und wir haben gesehen, dass wir Schwierigkeiten haben, dass Kapazitätsschwierigkeiten zum Beispiel, die Sprachschulen sind voll, die Kurse sind voll. Und ich möchte einfach eine Lanze brechen für digitales Lernen. Digitales Lernen kann hier das innovative Konzept sein, dass man das, den klassischen Präsenzunterricht mit digitalem Lernen kombiniert. Ich war letzte Woche in einer Notunterkunft im Wedding, in der Osloer Straße. Da bin ich auf Menschen getroffen, die dort 8 Monate sitzen, nichts tun und so gerne die deutsche Sprache lernen möchten. Und ich bin dort hingegangen und wir haben ihnen digital, also Google hat 20 Rechner gespendet, wir haben sozusagen die Online-Kurse dazu gespendet und ich habe heute ein Foto bekommen, die Leute lernen, sind motiviert. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Leute sind jetzt motiviert, die Sprache zu lernen, jetzt motiviert, sich selbst zu integrieren. Und da gibt es innovative Konzepte, die leider viel zu kurz kommen. Im Moment Präsenzunterricht wird gefördert, Digitales wird nicht gefördert. Die Leute haben mit den Handys ihre Flucht organisiert, kommen hierher und sollen mit einem analogen Buch, mit Papier lernen. Aber da hören sie gar nicht die Sprache. Also es gibt innovative Konzepte. Ja, super. Ihr Botschaft ist, glaube ich, klar angekommen. Passt ja auch zu dem Thema, dass man einfach ja flexibler sein muss und sich da öffnen muss. Jetzt Herr Gerster, bitte noch. Und dann machen wir hier nochmal eine Runde. Florian Gerster, ich vertrete eine Teilbranche der Logistik, Kurier, Express, Paketdienste, die jährlich einen Zusatzbedarf, nicht Ersatzbedarf, von 6.000 Mitarbeitern hat. Unterschiedlicher Qualifikation, auch Helfer darunter zum Beispiel. Und ich möchte zum einen der Bundesregierung und der Koalition
danken, dass sie die Wohnsitzauflage vorgesehen hat. Denn unsere Erfahrung, die Erfahrung unserer Mitgliedsbetriebe ist, dass dort, wo ein echter Bedarf ist, ich denke mal an das Beispiel eines Depots im Emsland, tatsächlich gute Erfahrungen gemacht werden und uns dort die Verantwortlichen sagen, wir würden noch mehr nehmen, wenn wir sie denn bekämen. Also die Wohnsitzauflage ist gut, weil wenn alle in die Zentren strömen, in die Ballungszentren, verstärken wir dort die Probleme und lösen die Probleme der Zuwanderer eher gar nicht und der Flüchtlinge. Aber ich möchte auch einen Appell richten an die Tarifpartner und an die Politik, noch stärker in Richtung der Modularisierung der Ausbildung zu gehen. Wir brauchen Berufsbilder, die unterhalb der dreijährigen Schwelle liegen. Ja, ich bitte Sie nicht gleich den Kopf zu schütteln, Herr Dr. Löwenstein. Wir haben zum Beispiel bei uns Teilqualifikationen, mit denen man anfangen kann, im Depot Helfertätigkeiten. Und dann kann man modular diesen jungen Menschen weiterbilden. Er kann dann irgendwann mal mitfahren mit einem Zusteller und später tatsächlich eine KEPF-Fachkraft werden mit dreijähriger Ausbildung. Also modularisieren, damit wir nicht Ja oder Nein sagen und damit viele durch den Rost fallen. Ganz herzlichen Dank. Dort gibt es noch eine Anmerkung. Ja, ich wollte ganz kurz noch mal den Bereich der Kommunen zur Sprache bringen. Mein Eindruck ist, dass es im kommunalen Bereich auf der einen Seite sehr viel positives Engagement gibt oder eben auf der anderen Seite auch weniger. Und ich würde die Bundesregierung oder auch die CDU-Fraktion auffordern, sich da so ein bisschen diese Auseinandersetzung zunutze zu machen und sozusagen Programme aufzulegen, bei denen spezifisch die Gemeinden und die Kommunen, die sich besonders engagieren wollen, dann auch in irgendeiner Form sozusagen zum Zuge kommen. Das wäre möglicherweise insgesamt auch positiv, weil dann die Gemeindevertreter oder die Gemeindepolitiker vor Ort sich eben dann auch um diese Zuschüsse bemühen müssen und dann möglicherweise auch sich stärker im Integrationsbereich engagieren. Da hätte ich gerne eine Antwort von Herrn Altmaier zu. Vielen Dank. Also direkt? Wir können noch warten. Sie können sagen. Ich habe jetzt ein paar Sachen, ich würde dann sagen noch eine und dann, bitteschön. Roadak Shakaya, mein Name, Studierender und gerade als Praktikant im Bundestag, auch in der CDU-CSU-Fraktion tätig. Ich hatte zwei Fragen, die erste an Politik und Wirtschaft. Und zwar ist im Integrationsgesetz, sind da auch gemeinnützige Tätigkeiten, besser bekannt auch als ein Eurojobs verankert. Ich würde gerne wissen, warum Geflüchtete für Tätigkeiten nur in diesem kleinen Rahmen entlohnt werden und ob keine Diskrepanz in wirtschaftlicher Dimension nicht mit betrachtet wird und wenn ja, ob Auswirkungen kalkuliert sind. Einfach da eine kurze Stellungnahme. Und zum Zweiten, was mich auch selber sehr interessiert, das aber jetzt an die Politik gerichtet. Ich bin selber Kind von Einwanderer. Also mein Opa ist vor einigen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen. Mein Vater hat auch einen handwerklichen Beruf ausgeübt und mir ist jetzt die Möglichkeit gegeben, studieren zu können. Ich wollte wissen, ob auf politischer Ebene neben den Bemühungen, um Zugang in Ausbildungsberufen zu ermöglichen, auch Zugang zu akademischen Gängen oder auch an Universitäten in gleicher Umfang ebenfalls ermöglicht wird oder ob das überhaupt berücksichtigt wird und ob da auch faire Chancen ermöglicht werden sollen. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank für alle Anmerkungen. Wir haben jetzt so ein paar Sachen, die passen ja vielleicht ganz gut zusammen, zum Beispiel dieses Beispiel der Digitalisierung, eben die Frage, wo sind wir einfach, machen wir mal was, was ein bisschen anders ist als das, was wir bisher immer gemacht haben, stellen uns da mal ein bisschen flexibler auf. Dann wurde die Modularisierung angesprochen und dann noch einige Fragen, die Herr Altmaier gleich noch beantworten kann. Aber ich würde gerne mal zu dieser Frage nach der Ausbildung, da würde ich gerne Frau Hanack noch mal fragen, wie sehen Sie das denn? Inwieweit sollte man Ausbildungsgänge einfach auch mal verändern, anpassen, verkürzen? Also erstmal verändern werden müssen wir einige Ausbildungsgänge. Da gucken wir jetzt mit den Arbeitgeberverbänden sehr genau drauf, weil wir das gemeinsam machen. Wir ordnen sozusagen Ausbildungsgänge neu, machen sie fit, auch für das Zeitalter der Digitalisierung. Viele Ausbildungsberufe sind heute schon so technikoffen, dass wir da eher nur ein bisschen nachjustieren und nachsteuern müssen. Die es noch nicht sind, da steuern wir nach. Also da wird es Veränderungen geben. Modularisierung kann ich mal vielleicht direkt gestern mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten gestern Hauptausschuss im BIP, im Bundesinstitut für berufliche Bildung. Das ist das Parlament der Berufsbildung, das Beratungsorgan der Bundesregierung, wo alle Bänke vertreten sind, Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmervertreter,
die Länder und der Bund. Und Frau Professor Wanka war dort, hat mit uns diskutiert und hat den Teilqualifizierungen, und ich finde das sehr gut, eine klare Absage erteilt. Wir haben genügend Regelinstrumente, um auch den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Und die Arbeitgeber übrigens fordern nicht weniger Qualifizierung für die Bewältigung der Ausbildung im Zeitalter der Digitalisierung. Sie fordern immer mehr Qualifizierung. Und deshalb sagen wir, müssen wir die Ausbildungsberufe teilweise verändern. Wir müssen sie teilweise auch ein bisschen höher ziehen von der Qualifikation. Aber wir haben auch für die, die vielleicht eine 3- oder 3,5-jährige Ausbildung nicht schaffen, doch genügend Möglichkeiten bei uns. Es gibt in ganz vielen Branchen Stufenausbildungen, wo man zuerst mal nur 1 Jahr oder 2 Jahre lernt und dann entscheiden kann, setze ich das dritte Jahr vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren drauf, wenn ich es kann, oder auch nicht. Na, das ist die Stufenausbildung, die haben wir aber doch schon. So. Ja, weil wir der Auffassung sind, übrigens im gesamten Hauptausschuss dieses Berufsinstituts, dass nicht jeder Ausbildungsberuf modularisiert werden kann. So. Ich glaube, es geht doch nicht darum, um jeden. Aber ich sage ja nur, der Bedarf kann gedeckt werden über das, was wir schon haben. Da müssen wir nicht weitere Berufsbilder und Ausbildungsberufe modularisieren. Gibt es hier heftigen Widerstand? Dann würde ich Sie gerne nochmal, das machen wir dann jetzt doch nochmal, dass Sie sich nochmal melden. Das bringt jetzt. Ja, genau. Also das Thema ist einfach mega wichtig. Und wir haben nun mal junge Menschen, die sind stärker praxisorientiert, ja, und beherrschen eben auch die deutsche Sprache. Nicht so, wie es für den Besuch des Berufsschulunterrichts bei einer 3-jährigen Ausbildung auch notwendig ist. Wir haben einen 2-jährigen Ausbildungsberuf, das ist die Fachkraft im Gastgewerbe mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Das war in den 90er Jahren schon ein Kampf, diesen 2-jährigen Ausbildungsberuf im Zuge einer Neuordnung beizubehalten. Jetzt läuft seit 3 Jahren bei uns wieder die Neuordnung. Wir sind noch in der Abstimmung mit der Gewerkschaft NGG, die es kategorisch ablehnt, diesen 2-jährigen Ausbildungsberuf aufrechtzuerhalten. Und ich kann nur sagen, wir brauchen diesen 2-jährigen Ausbildungsberuf. Wir brauchen hier mehr Flexibilität und wir haben ja eine völlige Durchlässigkeit. Die Qualifikation kann ja weitergehen. Es kann dann der vollwertige Kochberuf, Restaurantfachmann, kann ja alles erlernt werden. Aber diese Flexibilität brauchen wir in dieser Situation mehr denn je. Und deswegen, Frau Hanack, sehen Sie es mir nach, die Klarstellung an der Stelle, weil da funktioniert nicht alles so, wie es sein sollte. Frau Hanack, darf jetzt noch einen Satz, dann Herr Kramer und dann Herr Altmaier. Jetzt fühle ich mich doch provoziert und deshalb sage ich genau was zu Ihrem Bereich. Denn genau dieser 2-jährige Ausbildungsberuf ist derjenige, wo wir Ausbildungsabbrecherquoten von 50% und mehr haben. So, und das liegt an den Bedingungen, die Auszubildenden dort vorfinden. Und deshalb finde ich es gut, dass wir uns in der Allianz für Aus- und Weiterbildung auch darauf verständigt haben, einen Dialogprozess mit den Branchen zu führen, wo die Abbrecherquoten ausgesprochen hoch sind, um dort zu unterstützen, dass mehr junge Menschen auch in diese ja durchaus schönen Ausbildungsberufe gehen können. Herr Kramer, Sie auch zur Modularisierung noch, oder? Wie so häufig im Leben sind beide Sichtweisen richtig und wichtig. Einerseits brauchen wir bei den Herausforderungen, die der Arbeitsmarkt der Zukunft an uns stellt, eine vertiefte und noch weitergehende Ausbildung. Da gibt es Handwerksberufe, Bauwesen haben wir vorhin sehr plastisch schon geschildert, wie wichtig und wie hochanspruchsvoll das ist. Und alles, was mit digitaler Geschichte geht, spricht auch die gleiche Sprache. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Menschen, weil nicht alle über die gleichen Fähigkeiten verfügen, auch Menschen, die diesen Anforderungen, die steigen, nicht mehr gerecht werden können. Und wenn es uns wichtig ist, dass die nicht in die Hilfsarbeitertätigkeit, sprich in die ungelernten Tätigkeiten abdriften, dann wird mit der Zunahme der Spezialisierung am oberen Ende die Notwendigkeit, auch niedrigschwellige Angebote zu machen, wahrscheinlich zunehmen in der nächsten Zeit. Die Alternative ist der ganz, ganz große, für meinen Geschmack viel zu große Anteil der Menschen, die als Ungelernte im Leben stehen. Und das ist übrigens das größte Reservoir der späteren Langzeitarbeitslosen. Also
aus nicht ideologisch betrachten, oben wird die Anforderung zunehmen und unten wird nicht mehr jeder nachkommen. Wahrscheinlich werden wir uns in 5 oder 10 Jahren viel mehr über auch niedrigschwellige Angebote unterhalten. Und am Ende ist es wahrscheinlich richtig, je früher man anfängt, je eher löst man das. Es geht nicht darum, den Menschen eine schlechtere Ausbildung zu besorgen, sondern es geht darum, denjenigen, die ganz oben nicht mehr mitkommen, überhaupt eine Ausbildung zu sorgen. Heute haben wir zu viele Menschen, die überhaupt keine Ausbildung beginnen. Vielen Dank. Angesichts der Zeit würde ich jetzt gerne Herrn Altmaier die Möglichkeit geben, noch zu reagieren. Ja, ich fasse mich kurz, wenn ich auch selber zum nächsten Termin muss, wollte mir aber gerne anhören, wie auch die Debatte im Plenum hier verläuft. Und sie bestärkt mich in einem Punkt. Es gibt nicht den einheitlichen Flüchtling, wo 1 Million Menschen die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Fähigkeiten mitbringen und auch die gleichen Notwendigkeiten der Eingliederung und der Integration. Deshalb müssen wir uns Gedanken machen über eine ganze Spanne. Und ich ziehe mal den Vergleich. Ich war noch 5 Jahre in Bonn im Deutschen Bundestag. Dort musste ich häufiger Taxi fahren. Und es gibt im Köln-Bonner Raum eine überdurchschnittlich hohe Taxifahrerquote von Akademikern aus dem Iran, als der noch Persien hieß. Das waren Oppositionelle gegen den Schah, die sind geflüchtet, die waren Ärzte, die waren Ingenieure, die waren Architekten, die hatten keine Möglichkeit, ihre Abschlüsse anerkannt zu haben und die fahren Taxis bis heute. Und wenn ich das übertrage auf die Situation heute, dann glaube ich, es wird auch unter den Flüchtlingen, die hierher gekommen sind, in 20 oder 30 Jahren noch welche geben, die Taxi fahren, weil die Integration in höherwertige Beschäftigung so einfach nicht mehr funktioniert in dieser Zielgruppe. Aber wir haben heute die Möglichkeit, weil wir gelernt haben aus dem, was in den letzten 30 Jahren geschehen ist, auch denjenigen, die für höher qualifizierte Tätigkeiten zur Verfügung stehen, einen Ausbildungsberuf zu eröffnen, eine akademische Tätigkeit zu ermöglichen und dafür das Potenzial dieser Menschen zu nutzen. Und deshalb müssen wir uns, um Lösungen bemühen. Und da bin ich sehr dafür, dass wir versuchen, auch ein bisschen mal kreativ zu sein und zu überlegen, wie kriegen wir denn die unterschiedlichen Auffassungen von Frau Harnack und von Herrn Kramer unter einen Hut. Ich würde mir gerne mal ansehen, dass wir die Probleme beschreiben, dass wir dann uns überlegen, Mensch, das ist ein ziemlicher Klops für den DGB aus grundsätzlichen Erwägungen, weil die sagen, heute die Flüchtlinge und morgen der Rest von Deutschland. Wenn wir aber uns dann zum Beispiel mal darauf verständigen, in bestimmten Bereichen mal eine Regelung für 2 oder 2,5 oder 3 Jahre auszusetzen, um zu ermöglichen, dass wir eine konkrete Situation besser bewältigen können, dann ist es aus meiner Sicht für alle Beteiligten leichter, sich darauf zu verständigen. Ich weiß, dass wir jetzt gerade reinrennen in eine Diskussion. Michael Fuchs hat mich schon 2-3 Mal gemahnt, ich möchte doch bitte das nicht vergessen, in eine Diskussion, wo es um die Frage geht, brauchen wir mehr überbetriebliche Ausbildung und Berufsschule und Schule oder brauchen wir mehr Vermittlung in den Arbeitsmarkt direkt. Ich sage, das hängt auch ein Stück weit vom Arbeitsmarkt ab, weil ich persönlich überzeugt bin, dass es für den Flüchtling am besten ist, wenn er irgendwo in dem Arbeitsprozess so integriert ist, dass er von deutsch sprechenden Arbeitskollegen umzingelt ist und dass er nicht nur gezwungen ist, sondern auch ermuntert wird. Ich habe mit dem Kollegen Petzold, der hier aus Berlin kommt und in Brandenburg gut vernetzt ist, darüber gesprochen. Er hat mir erzählt, er hat in seinem Bekanntenkreis viele Handwerksunternehmen im Brandenburgischen, die sind in Gemeinden, wo der jüngste Einwohner über 65 ist. Aber da müssen noch Heizungen repariert werden, Dächer gedeckt werden, Stromleitungen verlegt werden. Die finden nur keine Azubis mehr. Die finden keine mehr. Und er sagt, er hat festgestellt anhand von 2, 3 Beispielsfällen, dass diese Unternehmen, diese Handwerker sich aktiv bemüht haben von sich aus um Flüchtlinge und dass die Flüchtlinge dort sich quasi wie in einer Familie aufgenommen fühlen, weil eben die Frau des Meisters nicht nur die Personalverwaltung und Personalbüro macht, die kocht auch und die sagt ihm, wenn er nicht ordentlich angezogen ist und wie die Sitten und die Gebräuche sind. Und der Flüchtling, der hierher gekommen ist, der seine Eltern nicht bei sich hat, der seine Brüder und Schwestern nicht bei sich hat, seine ganze Familie nicht hat, der ist froh und glücklich, wenn er in einer solchen Umgebung aufgenommen wird. Und was Sie gesagt haben von der DEHOGA, Ich kann das unterstreichen. Ich habe mich sehr gefreut vom Handelsverband, da sind Sie ja auch, glaube ich, Mitglied vom Einzelhandelsverband, oder nicht? Nee?
Ach, Sie sind selbstständig. Ich dachte, Sie würden, aber Sie sind befreundet, benachbart. Das ist so wie mit Herrn Gauland und Herrn Boateng, ja. Aber ich habe die Dehoga jetzt gelobt. Ich möchte mal den Einzelhandelsverband von Herrn St. Johansa auch mal loben. Die haben eine ganze Mitgliederzeitschrift gemacht, die sie nur gewidmet haben der Frage, welche Chancen und Möglichkeiten es gibt, dass ihre Mitgliedsfirmen aus dem Potenzial dieser Flüchtlinge heraus Menschen eine Chance bilden, sich beruflich zu betätigen. So, und es ist doch ganz einfach. Frau Harnack und andere sagen, wir wollen das überbetrieblich und so weiter. Die waren immer schon für überbetrieblich. Und wir haben hier eine ganze Branche, die zum Teil Arbeitskräfte gesucht und nicht gefunden hat und sie in Rumänien und Bulgarien und in der Ukraine und anderswo suchen musste, auch in der Landwirtschaft, egal wo, wo diese ganze Branche dasteht und sagt, Mensch, das wäre doch vielleicht auch eine Möglichkeit, Menschen zu finden, die dauerhaft bei uns glücklich werden und arbeiten können. Vielleicht nicht auf einem Verdienstniveau, wo man zu den oberen 20% auf der Einkommensskala gehört, aber es wird Flüchtlinge geben, die diesen Weg machen, die dort anfangen und die sich dann hocharbeiten, die sich selbstständig machen und die am Ende vielleicht erfolgreicher sind als viele andere, die es auch versucht haben. So, das Herr müssen Almer, wir organisieren. Sie, jetzt und jetzt der letzte viele Punkt. Viele andere gelobt, aber ich muss Sie doch noch mal kurz, wenn ich Sie da gerade unterbrechen darf, es war ja hier auch die Frage, jo, warum die Politik nicht schneller handelt. Ja, ich komme ja drauf zurück. Die konkreten Fragen waren, warum hat die Politik mit dem Integrationskonzept nicht schon früher angefangen? Also es lag ganz sicherlich nicht daran, dass der Chef des Kanzleramtes und Flüchtlingskoordinator sich hinlegen musste, weil er erschöpft war von den übrigen Tätigkeiten. Es lag daran, dass die politischen Entscheidungskapazitäten, wenn sie solche Entscheidungen mit 16 Bundesländern, mit 14 Ministerien in der Bundesregierung, mit gesellschaftlichen Gruppen treffen müssen, dass diese Entscheidungskapazitäten begrenzt sind. Und wir haben aber von Anfang an die Dinge so angelegt, dass wir da hinkommen. Wir haben zum Beispiel die Bundeskanzlerin hat seit Beginn der Flüchtlingskrise alle 4 Wochen ein Treffen mit den kommunalen Spitzenverbänden. Wir haben seit Beginn der Flüchtlingskrise ein Treffen mit denen, die im Bereich der Flüchtlingsintegration tätig sind, und zwar die Ehrenamtlichen, genauso wie die Gewerkschaften und Unternehmensverbände. Und das alles ist dann eingemündet in dieses Integrationsgesetz, was wir vorgeschlagen haben. Ob man es 4 Wochen früher hätte fertig haben können oder nicht, da stelle ich mich gerne der Kritik. Aber wir haben, wenn Sie das, was wir getan haben, verfolgen, haben wir schrittweise dafür gesorgt, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen. Ich würde auch gerne, was der junge Mann gesagt hat, den Kommunen direkte Zuschüsse geben, um sie zu ermuntern, bestimmte Dinge zu machen. Ich darf es nur nicht. Nach dem Grundgesetz ist es dem Bund verboten, direkt Geld an die Kommunen zu überweisen. Sie glauben gar nicht, wie schwer das jetzt ist, sicherzustellen. Wir haben uns entschieden, die flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei KDU, Kosten der Unterkunft, den Kommunen zu 100% zu erstatten. Aber wie schwer es ist, sicherzustellen, dass das Geld auch dort ankommt, wo die Kommunen tatsächlich Wohnraum für Flüchtlinge schaffen und nicht dort, wo gar keine Flüchtlinge sind und das Geld gar nicht benötigt wird. Das ist verfassungsrechtlich schwierig. Wir wären auch bereit, das Grundgesetz zu ändern. Aber fragen Sie mal die Bundesländer. Die sehen das grundsätzlich anders und die sagen immer, gebt uns das Geld zu treuen Händen. Wir werden es schon gerecht weiterverteilen an die, die es nötig haben. So viele Kommunen sagen genau das Gegenteil. Und wir müssen versuchen, gemeinsam mit den Bundesländern, gemeinsam mit den Kommunen etwas zu finden. Die Frage der 1-Euro-Jobs, da geht es ja darum, dass wir Menschen haben, die im Sozialhilfebezug sich befinden, weil sie in den normalen Arbeitsmarkt nicht vermittelt werden können. Das heißt, sie sind im SGB II. Und dann sagen wir, wir können euch keine Tätigkeit anbieten, wo ihr sozusagen mit Mindestlohn und allem drum und dran, weil ihr noch nicht so weit seid. Wenn wir das können, hat das immer Vorrang. Aber wir sind bereit, euch im Rahmen von arbeitspolitischen Maßnahmen sozusagen die Möglichkeit zu bieten, langsam an den Arbeitsmarkt heranzuwachsen. Und dafür gibt es dann diesen Zuschlag von 1 Euro. Und das ist, wie ich finde, ein guter Anreiz. Wir haben im Übrigen gute Erfahrungen gemacht, auch damit, dass wir den Bundesfreiwilligendienst um 100.000 Stellen aufgestockt haben und dort den Bundesfreiwilligendienst auch für Flüchtlinge, für junge Flüchtlinge geöffnet haben, und zwar nicht nur in der Betreuung anderer Flüchtlinge, sondern etwa auch im Bereich der Alten- und Seniorenbetreuung und was alles damit zusammenhängt. Kurz und gut,
Sie sehen, es gibt sehr, sehr viele Facetten, die wir behandeln müssen. Wir werden das als Politik auch tun. Aber ich würde es gerne mit Ihnen zusammentun, mit denen, die sich auskennen und mit denen, die Ahnung haben. Und deshalb eine Liste von Herrn Kramer haben wir schon. Das ist die allgemeine Bürokratieliste. Warum schaffen Sie es denn nicht mal als Arbeitgeber, aber auch als Sozialpartner, das ist eine Anregung, sich zusammenzusetzen und zu sagen, lasst uns mal die Probleme aufschreiben und die Lösung, die wir vorschlagen, dann wird vielleicht der DGB oder die Einzelgewerkschaft wird vielleicht etwas andere Lösungen vorschlagen als die BDA oder als die DEHOGA, aber am Ende hat die Politik dann auch ein Menü, aus dem sie wählen kann. Und ich kann Ihnen sagen, was meine persönlichen Vorlieben angeht, ich mag Menüs ausgesprochen gerne. Und ich sage immer, warum soll ich entweder oder sagen, wenn auch ein herzhaftes sowohl als auch geht. Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe den Eindruck, dass hier viel gemeinsamer Wille ist. Und wie Frau Hanack ja auch schon sagte, mit Herrn Kramer, da einigt sie sich schon, das wird schon was. Also ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Beiträge, auch für die Diskussion, fürs Zuhören. Und ich weiß, dass Herr Fuchs jetzt das Schlusswort hat. Warum geht das nicht? Doch. Man darf Ja und Amen sagen. Meine Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Erstens, dass Sie hergekommen sind. Zweitens, dass Sie engagiert mitgemacht haben. Drittens, dass Sie uns Lösungsansätze gegeben haben. Ich fand zum Beispiel die Idee, digitale Sprachbildung zu fördern, eine gute Idee. Ich würde Sie nachher bitten, dass Sie mir noch Ihre Karte da lassen, denn das sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir nicht da ein Stück weit schneller vorankommen. Denn für mich ist eins ganz, ganz wichtig, wenn wir eine vernünftige Integration in den Arbeitsmarkt, und Herr Professor Feld, da bin ich voll bei Ihnen, das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir eine vernünftige Integration in den Arbeitsmarkt machen wollen, dann funktioniert es nur dann, wenn die Sprachbildung gleichzeitig läuft, denn sonst wird es nicht laufen. Ich meine, es gibt riesige Chancen, wir dürfen es aber nicht verbürokratisieren. Liebe Frau Hanack, vielen Dank, dass Sie da waren, aber das sollten Sie vielleicht mit nach Hause nehmen. Wir wollen möglichst in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und so schnell wie möglich Integration schaffen und da werden wir auch gemeinsam dran arbeiten. Ich möchte mich bei allen bedanken, ich möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken. Lieber Herr Kramer, dass Sie heute zu uns gekommen sind, Herr Professor Feld, Herr Professor Löwenstein, lieber Kollege Mayer und natürlich Peter Altmaier, der am allermeisten mit dieser Integration zu tun hat. Aber man sieht es ja, so schlimm kann es auch nicht sein, abgenommen hat er seitdem noch nicht. Herr Dobrunner, Sie sind für mich ein positives Beispiel, dass Integration in Deutschland funktioniert. Danke, dass Sie heute hier waren. Wir sollten solche Beispiele auch herausstellen, wo und wie das funktioniert. Das ist genau der richtige Weg und Deutschland kann das schaffen. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank.